Erstmal, wo sind wir hier? Wow, was? Wir sind in der Toy Story Welt. Oh Gott, wir sind aus der Kiste hier von einem LKW gefallen. Okay, wir müssen schnell hier. Ja, du hast recht. Okay, die Straße rüber. Oh, oh nein, ein Auto. Gott. Oh Gott. Aua. Jetzt rüber. Oh, ich habe minus 25 Leben durchbekommen. Okay, schnell lauf. Oh mein Gott, ob ich das schaffe? So ja, knapp. Alles das gut. Ja so okay, habe ich. Wir können auch weiter rüber gehen. Ja, da vorne ist nämlich ein goldenes Schweinchen. Probier, dass du so viele Goldmünzchen einsammelst, wie es nur geht, ne? Jetzt rüber! Und dann zu dem goldenen Schweinchen. So, zack. Und das goldene Schweinchen. Yeah. Hey, super Job. Guck mal, wir sind hier als Woody unterwegs. Wir sind der Cowboy. Woody, stimmt. Und Steve, der erzählt uns hier die ganze Zeit irgendwie Sachen, die wir machen sollen, damit wir wieder zurückkommen. Wir müssen dem Truck folgen, sagt er. Okay, aber wie machen wir es am besten? Müssen wir jetzt hier in die Kanalisation? Hier rein, safe. Locker da rein. Nee, oder? Nein, Steve ist reingefallen. Nein, was? Der wollte... Steve, wir retten dich. Ich hab mir die Idee, guck mal, auf mich. Oh Gott, ja, wow. Verdammt, was hast du denn für eine Idee gehabt? Guck mal hier, ich könnte das hier machen. Wie kannst du denn das machen? Wo müssen wir jetzt lang gehen? Links? Ich mach dir gerade erstmal den Kopf. Oder rechts? Weil wir sind jetzt hier gerade in der Kanalisation, aber wir müssen jetzt links oder rechts gehen. Ja, ich sag rechts lang. Rechts lang locker, oder? Rechts sieht so aus, als würdest du direkt wieder rausgehen, ne? Ja, safe. Ich glaube, rechts lang ist der richtige Weg. Ich glaube auch. Alle wollen sowieso rechts. Also ich glaube, wir müssen echt nach rechts gehen. Alle wollen rechts. Oh Gott. Ey! Bist du müde, oder was? Ich bin umgekippt. Ja. Nein. Okay, rechts. Ich glaube, alle wollen rechts. Oh mein Gott, links ist falsch gewesen. Ja, links war rot. Alter, wir haben den richtigen Weg ausgewählt. Ja. Okay, lass rübergehen. Schön die Münzen einsammeln. Eingesammelt. Ich weiß schon, was hier gleich kommt. Ich kann mir vorstellen, dass hier gleich... Wieso? Was soll denn hier kommen? Das sieht doch in einer Kampfarena aus, als würde hier gleich eine Ratte kommen. Ich wusste es! Da ist ja schon eine Ratte. Hä? Der eine haut aber nur ab. So, als hätten wir die weggescheucht. Oder? Oh nein! Oh nein, die Rattenarmee! Oh, die Kanalrattenarmee! Oh Gott! Er hat Freunde mitgebracht. Okay, dann schnell. Los! Besieg kaputt die. Kaputt hauen! Bam! Oh Gott, pass auf, die beißen! Oh bam. Gott, hier bam! Oh mein Gott, ich hab Volk ein, ich hau den die ganze Zeit, ich hab Volk ein. Alter, ich hab eine schon fast weggehauen hier. Zack, da fehlt nur noch ein Schlag und boom! Ich hab eine gehauen, Sehr gut, hier, nächste. Noch eine. Bam! Und Alter, dritte. Wir haben alle Kanalratten haben wir geholt, Alter. Wie schnell ging das denn? Oh nein, da kommt noch mehr. Oh, die sollen abhauen. Die sollen sich trauen. Traut euch gegen uns zu gehen. Kommt doch zu uns. Oh Gott. Hast du den Tanz eigentlich gekauft? Mich. Oh Gott. Ja, wir gekauft. Oh Gott, schnell. Alter. Und. Was? Alter, wie schnell haben wir die kaputt? Ich hab minus 10 Leben verloren, leider. Aber wir haben alle kaputt gehauen. Das schon. Das ging extrem schnell. Also, wir haben gute Teammates auf jeden Fall. Ja. Alter. Jo. Oh, guck mal hier. Siehst du die Muckis, Alter? Pass auf, warte mal. Siehst du die Muckis? Ja. Boah, siehst du das hier? Warte mal, deine Muckis, die muss ich mal kurz aufpumpen. Ja, und ich muss erstmal meditieren. Okay, nicht schlecht. Aber wir müssen die Leiter hochgehen. Okay, ab geht's die Leiter hoch, ne? Und wieder raus, ja. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist dieser Laster von eben, wo wir rausgefallen sind? Wir müssen wieder zurück in die Spielzeit. Oh, Toy Life, guck mal. Was? Eine riesige Spielzeughalle, wo man spielen kann. Ja. Ich glaube, da sind wir richtig aufgehoben. Ey, da können wir uns richtig zu verstecken. Da ist der Laster! Stimmt! Oh mein Gott! Ja! Da sind wir! Da ist der Van, was hier so rausgefallen ist. Nimm uns mit! Was hier so rausgefallen. Nimm uns mit! Hallo! Loslaufen! Weiter! Nicht bewegen! Wie nicht bewegen? Vorsicht. Hä? Was passiert? Oh Gott, Menschen! Gott, wieder das Spielzeug sein. Mr. Zahnspangen-Typ. Was machen denn die ganzen Spielzeuge hier draußen? Und? Ich sollte sie lieber mal mit reinnehmen, bevor die dreckig werden. Jetzt werden wir hier reingenommen. Nein! Nein, Hilfe! Nein, mein schlimmster Albtraum. Wir sind hier jetzt in so einem Spielzeugautomaten. Ja, so eine Claw-Maschine heißt das. Greifarm. Greifarm. Oh Gott. Was bringen eigentlich diese Schweinchen hier? Die bringen ja gar nichts die ganze Zeit. Guck mal, das ist Alien und ich. Hallo. Hallo Alien, wie geht's dir? Ich bin freundlich. Ehrlich? Okay. Steve sagt, wer ist der, wer ist der Anführer? Wer ist der Anführer, Alien? Dem Greifarm. Oh Gott, nein. Was? Nein, pass auf! Nein. Das ist Alien! Oh, nein, Mr. Alien! Nein, Alien! Ich wurde genommen. Oh nein! Nein! Nein!
Oh, jetzt ist der Sabane. Oh Gott. Ist jetzt zufrieden. Oh Eat, Gott, sleep, game, recht. Repeat. Ey, was ist das? Oh nein, was ist... Pass auf da! Alter, was knapp. Hau sie. Hau drauf. Kaputt. Komm her, du blöde Klaue. Warte, jetzt, Alter, Steve jetzt, wurde fast geholt. Da war richtig knapp gerade. Steve muss sich auch mal bewegen, oh Kollege. Aufpassen, oh. aufpassen. Oh, jetzt hier schnell, drauf. Schnell. Kaputt, oh. Alter, war richtig fett ist Schaden so, machen wir hier, der Klaue. So, richtig gut. Hier, weiter nochmal draufhauen. Ja. Oh, sehr schön. Hau bloß ab, du Blöde. Hier jetzt auch nochmal. So, das war das letzte, vorletzte Mal. Ja, einmal noch. Jetzt komm schon. Und jetzt. Kaputt. Ja. Und oh mein Gott. Wie viel Geld. Wow, Leben. Und Leben. Alter, ja. Cool. Du Sabana. Du Gamer. Du Sabana. Gamer da. Du Gamer Sabana. Oh, da können wir raus jetzt hier. Das ist der Notausgang. Okay, raus hier, schnell. Alter. Oh mein Gott, wo sind wir hier jetzt gerade? Wohin? Ist voll dunkel das hier. Das Problem ist... Oh nein. Oh nein, der Gamer. Oh oh. Meine Preise! Oh Gott. Ich kann nicht glauben, die mit nach Hause zu nehmen. Oh sag mal, nein, wir gehören oder? Nicht zu dir nach Hause. Nein, oder? Oh nein, der hat uns mit nach Hause genommen. Verdammt. Nein. Ey. Mir tun echt die schlecht. Anderen. Guck mal hier, die ganzen Spielzeuge, die hier sind, die werden alle gequält. Leid. Ja, die tun mir leid, die Armen. Oh. Und hier schon wieder dieses goldene Schwein, ne? Der sabbert die alle bestimmt okay. an oder so. Nachdenken. Was können wir jetzt machen? Der hat uns jetzt gefangen bei sich, aber wie kommen wir jetzt hier raus? Der Roboter. Oh mein Gott, das ist doch Buzz. Oder nicht? Nein, das ist doch nicht Buzz Lightyear. Ich dachte doch das schon. Das ist ein normaler Roboter. Oh mein Gott, der hat gesagt, der ist hier schon seit Jahren gefangen. Und das Kind spielt nur mit ihm. Oh nein, der Roboter ist böse. Oh. Ich mach euch zu Kleinholz. Ich mach euch zu kleinem Spielzeug. Hilfe. Pass auf. Hilfe. Der geht nur auf mich. Oh mein Gott, pass auf. Oh mein Gott. Wow. Was macht er da? Wow. Jetzt hau. Rauf. Bam. Bam. Kaputt. Bam. Pass auf. Oh. Wow. Oh, macht immer und wieder rauf. Wieder rauf, so doll es geht. Wir marschieren. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Und hier. Oh Gott, und kaputt out! Aufpassen! Oh, Achtung! Ja, alles gut. Okay, hau hier gegen. Yeah. Hau hier gegen. Oh Gott, was macht er denn da jetzt? Aua, oh mein Gott, ich bin fast tot. Er macht richtig krassen Ninja-Move oder so. Ja. Oh, vorsichtig, ja, du hast recht. Und wieder rauf. Oh Gott, okay, komm schon, hau. Ja. Der geht nur auf mich die ganze Zeit, was will der von mir? Der will das von mir oder so. Er ist fast down. Und boom! Leute, wir haben ihm wirklich einen Gefallen getan damit eigentlich, ne? Ja, wir haben ihn einfach zerstört in tausend Teile. Jetzt kann er nicht mehr mit ihm rumgespielt werden. Da oben, das Fenster ist auf. Vielleicht können wir da hochklettern hier, diese Kisten. Oh nein, Ned kommt. Nein. Alles klar, Mom, ich will das mit meinen neuen Spielzeugen spielen. Oh Gott. Raus hier. Schnell. Kletter hoch, Kaspar. Kommt er? Er kommt! Schnell. Raus hier. Die Tür klackert schon. Er ist gleich drin. Runter. Oh Gott. Das Schwein schon wieder. Okay, wir sind unten. Alles cool. Nein. Pass auf die Straße auf, Steve. Oh nein, nee, der Nachbarshund. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Angelaufen hier. Oh. Lauf! Okay, lauf schnell, Kaspar. Und schnapp dir den Speedboost. Ja, genau. Wichtig. Der ist nämlich essentiell. Oh. So, hier. Ich hab ihn. Nicht das Schwein, dann geht er weg, der Speedboost. Ja, oder du hast recht. Ja, der läuft einfach ab. An der Zeit. Ah, okay, jetzt kann auch sein. Hau rein, Hund. So, oh Gott, ausweichen. Links oder rechts? Was schlauer? Ich glaube, links gleich. Lang. Geh du rechts lang. Ich gehe rechts lang. Okay, und alle Münzen hier nochmal einsammeln. So, schnell zack. Jedes Münzding. Alter, stabil. Oh Gott, da kommt Fifi, der Hund. Fifi, hau ab. Oh Gott, hau ab, Fifi, wir wollen dich nicht. Und Speedboost! Speedboost vorbei. Okay. Wir haben es geschafft. Ich glaube, hier über die grüne Linie kommt er nicht. Er hat Angst, weil am Rasen. Er von zu Hause wegläuft, ne? Und Ich glaube, er kriegt dann einen Stromschlag oder so an sein Halsband, weil er zu weit weg ist. Komm, Steve, komm schnell. Ja, das kann sein, Steve. Stimmt. Lauf weg. Oh Gott, pass auf! Ha! Oh Gott. Ja. Wie du es wusstest. War eine Gummimauer. Der LKW, der Spielzeug-LKW. Mit einer offenen Tür. Da müssen wir wieder rein. Okay, das ist gut. Wir müssen zurück zu Andy. Okay, lass hier schnell in den Van rein, Kaspar. Okay, komm hoch. Schnell, bevor die uns sehen. Ja. Beeil dich, Bro. Oh Gott, lauf. Gib dein Bestes. Lauf.
Und rein da. Ich hab Angst, hier erwischt zu werden von denen. Wer ist das denn? So ein Busch. Das ist so ein Army-Typi. Diese kleinen Spielzeugsoldaten. Steve, wer ist das da? Steve, wer ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst. Ich hab auch Angst vor dem. Oh. Oh nein. Alter, wer ist das denn? Hä? Armeemann. Oh mein Gott, er sagt Zeit für eine Rettungsmission. Ja! Ja! Er hat uns das Seil runtergelassen. Jetzt aber hoch da. Warte mal, Steve. Was willst du sagen, Steve? Was soll sein, ich ha? Ich muss euch was sagen, Leute. Die letzten Tage haben mich etwas realisieren lassen. Wieso? Hallo! Was denn? Was haben die gemacht? Die Draußenwelt festzustellen und kennenzulernen, lässt mich draußen leben wollen. Als ob, was? Aber wir müssen noch eine Mission, wir müssen zurück zum Haus. Ist so, Steve. Wow! Okay, also heißt es jetzt goodbye, Steve, oder was? Also anscheinend, ja. Es ist eure Entscheidung. Entweder ihr kommt mit mir mit oder ihr geht in den Van. Ich sag dir, ich geh in den Van. Ich weiß nicht, ob ich in den Van möchte. Und das war... Falsch. Das war falsch. Ich geh mit Steve. Ja, das war falsch mit Steve. Was? Oh mein Gott, hast du Steve... Hast du echt mit Steve ausgewählt? Steve war grün. Hä, bei mir war der Van grün. Hä? Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Okay. Hä, als würden jetzt alle mit Steve mitgehen. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich auch in den Van. Rein. Obwohl ich sie ausgewählt habe. Du hast das Falsche ausgewählt. Gar nicht. Steve, hau rein, und Kollege. Und es geht zurück nach Hause für uns. Also ich hoffe doch auf jeden Fall, ne? Ey, Steve. Ich hoffe auch. Danke. Steve, der haut ab, der haut ab. Danke für alles, was du mit uns getan hast. Guck mal, das ist Andy. Oh oh. Nee, oder Alex. Alex, Andy. Oh Gott. Es ist echt krass, dass die Spielzeuge nicht rausgefallen sind. Ja, das ist ja toll, dass du das sagst. Ey, und wir haben das Heimende bekommen. Oh, wir haben das gute Ende. Ja. Lol. Dann gibt's halt noch einen anderen Weg mit Dingens. Ey, juhu, Leute, wir haben's geschafft. Alter, yo. Was ist das denn jetzt hier, Kasper? Ich weiß es auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da reinspringen sollten, aber es ist hier gerade kein Zurück mehr, ne? Ich hab da keinen Weg oben gesucht, ne? Also gefunden, meine ich. Ich hab da schon lange gesucht, aber irgendwie war da nichts. Ah, du bist ja direkt draufgegangen. Pass hier bloß auf, okay, denn das ist hier nicht ganz so einfach. Okay. Hier ist so ein bisschen laser. Das Ding ist, hier soll anscheinend irgendwie so eine große Köpfe sein, oder? Oh. Was hast du dir doch, du spinnst also irgendwas, doch. Also irgendwas habe ich hier so gehört von diesem Ort. Oh, was ist das denn? Naja. Warte mal, du hast gesagt, große Köpfe, das waren gerade schon große Augen. Das waren schon, das waren schon echt gerade mega große Augen, ne? Lass ganz schnell raus, so, ich bin jetzt auch gerade kurz am Tauchen. Hier nach oben schwimmen. So, okay, wir haben's. Atme tief durch und denke über eine Strategie nach, wie vermeide ich sie? Was ist denn, guck mal, du hast recht, da drüben ist jetzt ein Riesenauge. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein paar Rätsel lösen. Also wir haben jetzt ein Riesenauge hier und wir müssen... Oh Gott. Wie kann man das am besten weglocken? Ach man, natürlich geht's nur auf mich. Was war das denn? Aua. Verfolgt das hat mich zu lange angeguckt. Das folgt jetzt aber nicht weiter, ne? Nein. Das hat jetzt da jemand anderen gesucht da oben. Und jetzt sind wir in so einem Labyrinth, oder was? Du darfst es nicht angucken, das Auge. Also du darfst nicht in die Augen gucken. Okay. Spüre eine neue Bedrohung. Bist du bereit? Hast du immer noch Energie? Na klar, mir ist doch gerade erst eingefallen. Ich hab eigentlich auch stabile Energie, muss ich sagen. Aber ich will hier am liebsten nur schnell raus. Dieses Auge ist schneller als das erste, kann aber nicht springen. Bedeutet? Oh. Runterlocken und jetzt, ja! Ja, das wäre mega clever. Hallo. Oh mein Gott. Ah. Oh! Pass okay. Auf. Ja, man darf es nicht auf die Rampe bringen. Ne? Guck mal, schnell mal, jetzt kommt es auf die Rampe. Ah. Oh, lauf! Aber es kommt nicht hoch. Okay, schnell durch. Okay. Ah, es kommt da nicht hoch, okay. Hier steht wie so ein Spring. Springe? Kein Problem, machen wir den hier, zack. Hä, kann ich einfach vorbeilaufen? Hä? Hä, du kannst da gerade durchgehen? Also meine ich, man muss... Hä, ja, ich und ich sterbe. Hä, also, was war das denn? Also dann anscheinend nicht genau den Regeln befolgen. Also, wenn du nicht schnell genug bist, um hinter ihnen zu kommen, wende einen der Gräben links und warte, bis das Auge verschwindet. Okay, oh mein Gott, ich hab's gerade gesehen, was da Phase ist. Das ist wie bei dieser Wand wahrscheinlich, ne? Diese Mega-Wand. Ja. Oh. Wo ist denn der? Hier rüber? Oh mein Gott. Der kommt ab und zu aus dem Schatten raus. Da musst du echt aufpassen. Jetzt guck hin. Da ist er, oh mein Gott. Ey, dann schießt er mit seinem Laserauge, ne? Ja, und ich bin durch, ich hab's. Oh mein Gott. Ich bin jetzt hier gerade noch bei dem anderen Punkt. Level 1 fertig, ich komme in Level 2 jetzt gerade rein. So, wie jetzt? Ich bin jetzt auch gerade hier. Oh mein Gott, ich bin Stufe 2 jetzt hingespawnt. Level 2, stimmt. Also, sind wir hier schon. Oh mein Gott, es geht bis Stufe 6. Oh, es wird schon krass. Ich muss sagen, Level 1 war eigentlich ziemlich einfach, aber Level 2 ist bestimmt schwieriger. Wenn wir es nicht schaffen, Level 6 nachher zu schaffen, Leute, dann werden wir für immer gefangen sein in einem großen Augen. Oh nein, das will ich aber nicht. Großen Augenwelt. Hä? Oh mein Gott, pass auf, das Auge. Pass auf, das Auge.
Wir müssen, glaube ich, da lang. Hier ist der Pfeil. Nee, es öffnet sich immer nur eine Tür. Es öffnet sich immer nur eine Tür. Hier drüben, hier drüben, hier drüben. Ja, hier doch. Hier können wir doch durch, oder nicht? Ja, stimmt. Warte, da wird gleich ein Loch kommen. Ja, du musst genau in Richtung reinspringen. Du musst genau. Jetzt! Schnell! Oh mein Gott, und jetzt mitlaufen. Schnell, die Wand ist hinter uns. Oh Gott. Hier muss doch locker irgendwo ein Ausgang oder sowas sein. Ja, safe. So ein riesiges Labyrinth hier, oder was? Beeilung! Oh nein, wo müssen wir denn hinlaufen, sag mal? Nein! Ja! Nein! Ja. Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp! Okay, ich habe den Checkpoint und jetzt können wir. Oh Gott! Oh Gott! Das Auge ist ja kommt direkt! Ein Mega-Auge! Guck mal nach rechts! Achso, der kann noch springen! Pass auf da, der ist schnell! Okay, hier hoch, Treppe hoch! Kann auch die Treppe hochspringen? Nee, ne? Alter! Ich glaube, wir müssen hier ins Terrarium. Alter, guck dir das Riesenauge an! Der hat mich, gebissen. Was, der guckt dich an durch die Scheibe. Guck dir mein Leben an. Du bist fast tot. Nein. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn abgehängt. Oh Gott. Schnell durch, mein Leben, Kasper. Du schaffst es, ja. Okay, ich bin jetzt auch durchgekommen. Jetzt pass bloß auf die Laser auf hier. Man kann nämlich kaum hochspringen, ne? Ja, das sind so komische Zepter oder so. Ja, hab ich. Okay, haben wir auch geschafft. So, der nächste Checkpoint ist sicher. Wir können also ich hatte das Gefühl, das Spiel hat irgendwas mit Augen zu tun, nein, ne? Nein. Oh Gott. Ehrlich, glaubst du, das Spiel hat irgendwas mit Augen zu tun? Ja, weil da so Riesenaugen sind die ganze Zeit. Oh Gott, aber der... Oh Gott! Alter, der macht nicht viel Schaden. Die luschern auch die ganze Zeit immer, ne? Oh mein Gott, der ist schnell hier. Den Glubschaugen. Kommt da jemand raus? Oh Gott! Alter, der will dich, glaube ich, hier mit Augen abschießen. Der macht Auge. Der macht Auge. Der guckt ganz toll die ganze Zeit. Oder ist das ein Mund? Guck mir nicht so an. Nee, ist alles ein Auge. Oh Gott. Aber der kann nicht springen, Gott sei Dank. Ne? Der kann echt nicht springen zum Glück. Steht da dann. Das große Auge sieht dich nicht, wenn du da unten bist. Versuche aufzusteigen, wenn er weg ist. Okay, warte mal. Jetzt schnell nach unten. Nach unten. Warte, er kommt gleich. Da ist er. Oh mein Gott. Jetzt hier schnell rüber. Rüber. Und jetzt? Ich bin versteckt. Warte, ich bin versteckt. Ich hab's! Wie jetzt? Da kam gar kein Auge. Ich bin direkt schon Level 3 jetzt. Ich glaube, jetzt kommt hier gerade ein Auge. So, ich bin Level 3. Hoch. Ha. Und ich springe jetzt runter. Mega einfach. Ich bin auch Level 3. Und wir sind Level 3. Oha. Oh mein Gott, was ist hier? Gehe nicht auf Blumen oder du wirst irgendwelchen gruseligen Sequenzen gegenüberstehen. Okay, warte mal, hallo? Au, gar nicht. Man geht einfach nur drauf, okay. Achso, das war Attrappe oder was? Die wollen halt nicht, dass du in deren Garten gehst, ne? Kann ich verstehen. Ich weiß, das sind so richtige Deutsche. So richtig, ey, nicht einen Fuß auf meinem Rasen drauf. Ist so, das ist mein gepflegter Rasen. Mein gepflegter Rasen ist das hier. Jo, so, okay, da kommt er ja schon mit dem Rasen. Nee, hier kommen wir ran. Ja, vorsichtig. Achtung. Und rüber. Jetzt kommen die mit ihren Cowboy-Huten. Die machen so Auge die ganze Zeit, ich weiß. Checkpoint. So, ich habe einen Checkpoint jetzt geschnappt. Müssen wir links, rechts gehen. Sehr gut, ich auch. Wir gehen hier hoch und... Bin direkt hinter dir. Hier sind wieder einige, die Auge machen. Oh Gott. Oha. Das ist ein ganz schneller Hase. Ich sehe das schon. Ich muss mal ganz, ganz vorsichtig sein. So, komm schon jetzt hier. Finde den richtigen Moment, um die weißen Augen zu vermeiden und warte, bis das letzte Auge fertig ist. Jetzt, okay, komm rausgeschossen. Was steht da? Wie lange du gebraucht hast. Finde das richtigen Moment, um die weißen Augen zu vermeiden und warte, bis das letzte Auge fertig ist. Okay, das heißt, du musst jetzt hier immer schauen. Moment? Das heißt... Hä? Oh Gott! Das war, glaube ich, nicht gut von dir gerade. Das war, glaube ich, gerade nicht clever. Ich glaube, ich mache hier richtigen Mist gerade. Oh Gott! Hä, die kommt da nicht weiter. Das ist eine Wand, die fährt hoch. Siehst du das? Stimmt, was ist hier vorne? Ich bin Level 4. Haha, sehr gut. Guck mal, ich bin jetzt Level 4 und ich kann mir jetzt hier die Blumen kaufen aus dem Garten. So, ich muss rein! Hey, ich bin schon wieder drauf gegangen. Wie schafft das denn jetzt auf einmal nicht mehr? Ich habe jetzt die Blumen gekauft für 50 Robux. Ey, jetzt ist noch eine Stufe 7, die ist, glaube ich, geheim. Und Level 4 Abfahrt! Ja, und Sprungidi, Dungidi, Dangidi, Dungidi. Ja, warte, ich komme und zacki. Okay, sind wir hier. Oha. Das sieht doch schon richtig crazy aus. Sogar Laseraugen, ne? Guck, wie krass die aussehen. Alter, der hat echt Laseraugen. Was ist hier, wenn ich auf den drauf springe? Guck mal. Ich bin auf dem drauf. Spielst du denn jetzt? Der Augencontroller. Aua. Ich glaube, du bist eher ein blindes Auge. Ich glaube, weggelasert. Ich glaube, du bist so ein Rotauge oder sowas. Ich glaube, du solltest dir mal die Augen lasern lassen. Du hast gleich mal ein blaues Auge. So, warte mal. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Und Sprung! Hoppa! Okay. Checkpoint, das geht ja. Oh mein Gott, das ist hier der Laser. Alter! Da wird ja mit dem Auge gelasert. Aua! Ich renne jetzt einfach durch. Ich renne auch durch. Oh mein Gott. Das war gut. Die schreien ja sogar richtig, wenn man die Augen gelasert bekommt von denen, ne?
Oh nein. Die sind da richtig verrückt. Oh nein, den mag ich nicht. Das Holzauge. Das blöde Holzauge. Aber das Ding ist, das Holzauge kann halt auch springen, was halt richtig nervig ist. Ja, ne? Und der kommt jetzt auch, Wir müssen jetzt den Wagen jetzt nehmen hier. Steig rein! Steig rein, kommt der? Wo kommt der denn? Der steht doch schon! Wo steht der? Wo ist der Wagen hier? Wo bist du? Ja, wie hast du es gemacht? Hast du auf den Knopf gedrückt? Nein, der kommt von alleine. Du musst halt jetzt mega lang warten. Oh, ach, ey, steig ein hier. Jetzt bin ich hier wieder unten. Ja, ganz hier, toll. Warte. Ja, da ist das Kart. Okay, ich bin auch im Kart drin. So. Ich bin jetzt im Kart, Kasper. Oh nein! Oh, wo bist du denn? Yeah! Oh nein, ich wollte langsamer drücken eigentlich. Schade. Alter! Jo, man wird runtergeschmissen. Ja, das Kart wird runtergeworfen, ja? Das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Okay. Ja, krass. Ja, das soll nicht langsam sein. Was ist hier? Oh mein Gott! Was ist das? Ist da irgendwie ein Abzeichen? Hier ist ein geheimer Raum. Alter, guck mal! Hä? Was ist denn hier los? Alter, lass runter da! Was ist das denn für ein Ding? Rein hier! Ich bin draufgegangen. Als ob das einfach nur Bait war. Warte, ich probier nochmal aus. Ich hab mich auch genau in der Sekunde berührt. Rein! Oh mein Gott, man geht nicht drauf. Wo bin ich denn jetzt? Lol, wie cool! Was ist? Genau. Was guckst du da so? Ach Mann. Wieso bist du da nicht reingesprungen? Ja, weil ich wusste, dass du dich veräppelst. Das war mir klar. Wieso bist du da nicht reingesprungen, hä? So, okay, dann jetzt hier an den ganzen an den Teilen vorbei. Und Checkpoint und rüber hier. Ey, jetzt hier sind wir diese springenden Augen, ne? Ey! Ja, die springenden Augen, die springen Alter, ich bin doppelt drauf gegangen. Ich bin gerade einfach im Dings gewesen. Einfach so bei Sand. Du darfst dich auch nicht eine Millisekunde berühren, ne? Mach ich jetzt auch nicht. Ich bin auch nicht schlecht. Alter, wie läufst du denn hier, sag mal? Ich bin ganz lebensmüde. Ich darf einfach durch. So. Oh Gott, oh Gott. Okay, so, sind wir hier schon beim hier nächsten raus. Checkpoint. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben eingesammelt. Ja, glaube ich, das ist richtig crazy. Oh, was steht da? Hier kommt wieder. Oh, finde den richtigen Moment, um auf den Wagen zu kommen, ohne dass das Auge dich sieht. Du kannst Pausen einlegen. Und hinter den braunen Wänden verstecken. Hier ist doch gar kein Auge, oder? Opa. Wo ist das Auge jetzt hier? Ja, hier ist gar kein Auge. Da ist es. Es hat dich geholt. Ha! Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. So, jetzt hier schnell rein. Das Auge kommt locker wieder. Schnell das braune Ding. Raus hier. Wo ist denn das Auge? Da. Hä? Ah! Ich seh's nicht. Bei mir ist da keins. Ja, und hau rein, Kaspar. Du musst mir mal sagen, wo es ist, das Auge. Ich bin jetzt gerade versteckt. Ich brauch hier deine Hilfe. Das kommt direkt. Ah! Wo soll's denn sein? Ich seh's doch gar nicht. Ja. Wo ist das? Das Auge ist vorne, es kommt immer nur so eine Sekunde. Ach, da hinten. Ja, du Blindfisch. Mann, hab ich nicht gesehen. Mein Gott. Siehst du, hast du gesehen, da war das Auge, ne? Weil ja, ich hab jetzt meinen Checkpoint. Nein. Oh, ja. Oh mein Gott. Wir brauchen hier gleich vier Spieler. Yeah. Okay, ich warte jetzt mal ganz kurz auf dich. Toll, jetzt kann ich weitergehen ohne dich, aber nein. Und hier, Kaspar. Oh mein Gott, Alter, ich dachte, ich geh nochmal drauf da. Hier müsste jetzt anscheinend jemand wartet auf dich in der Phase 5. Du kannst ein paar Leute mitbringen, um das herauszufordern. Ich würde sagen, wir bleiben zwei Spieler, okay? Ich glaube, okay. Aber meinst du, wir schaffen das zu zweit überhaupt? Klar. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Voll entspannt. So, jetzt Stufe 5, Kaspar. Teleportation und rein. Wow. Erklimme die Treppe und überlebe 120 Sekunden gegen Raketen. Okay, ich drücke auf okay. 3, 2, 1. Okay. Oh Gott, es geht los. Oh, 100. Oh Gott. Spring, hey. Oh mein Gott. Hey, das hat ja super funktioniert. Okay, noch ein Versuch steht da. Wie soll das jetzt da funktionieren? Wieso sind wir auch direkt draufgegangen? Hä? Oha. Hier chillt schon einer. Komm, wir können das jetzt zu dritt machen. Komm mit, kleiner Mann. Ja, hier, eine Sekunde, Alter. Ey, das war ja... Hast du gesehen, wie schwer das war? Wir haben zu lange gewartet, müssen sofort reingehen. Okay. Los. Ich sehe nichts. Ey, ich hab voll die komische Ansicht. Ich auch. Jetzt. Hoch. Beeilung. Lauf. Pass auf, Raketen auf, wenn da welche kommen. Oh, da ist er. Da ist er. Jetzt gegen ihn gehen? Hau ihn kaputt. Ich weiß nicht, wie ich ihn kaputt hauen soll. Wie macht man das? Jetzt. Weiß ich nicht. Jetzt geht los. Die Treppen sind runtergefallen. Und oh Gott, was müssen wir machen? Hä? Gegen ihn hauen oder was? Müssen wir irgendwie gegen ihn springen oder so? Oh Gott. Hast du gegen ihn springen? Auf ihn klicken oder so? Pass auf, Raketen. Oh mein Gott. Alter. Lebensmüde. Die sind voll schnell. Das ist ja Lebensmüde. Alter. Er kommt. Okay, er verliert anscheinend Leben, weil wir so krass ja, nach der Zeit. Oben auf seiner Base sind. Ja, genau. Er verliert Energie. Raketen wieder? Raketen. Eines langsam, eines schnell. Denk dran. Wow. Oh mein Gott. Noch mehr Raketen. Wow. Noch mehr Raketen. Oh mein Gott. Ich will hier nicht drauf gehen. Jetzt. Er verliert noch mehr Leben. Ja, Mann. Lass uns in Ruhe, Dr. Auge. Oh Gott. Ja? Oh, noch mehr Raketen. Das ist so knapp die ganze Zeit, ne? Schnell und langsam. Oh mein Gott.
Die kommen manchmal so von oben. Das ist voll komisch mit den Raketen jetzt. Ja, jetzt schön springen hier. Wir ärgern ihn auch die ganze Zeit. Oh mein Achtung, Gott. Die Raketen kommen, die Raketen kommen. Oh, ich weiß nicht wohin. Alter. Oh. Alter, es ist so, kommen so viele die ganze Zeit. Achtung, er ist schon Hälfte des Lebens. Die Hälfte haben wir ihn schon. Die Hälfte haben wir ihn schon weg. Sehr gut. Gamay, nicht mit uns. Aua. Ich wurde von der Rakete berührt. Ey, du musst da aufpassen. Kommt der jetzt wieder? Wo ist er? Da ist er! Schnell! Ey, der hat den Trick. Okay. Einfach hier oben so stehen bleiben. Glaub ich. Lol? Nee, ich glaub nicht. Nee, guck, nein! Aua! Er wurde schon fast runtergefallen. Ich auch. Oh Gott, immer schön ausweichen da. Hier. Da! Nochmal oh mein Gott. Abgezogen. Wieso ist der so schnell gepäst gerade? So, jetzt aber hier, komm! Der hatte richtig Ärger, da wollte irgendwas... Ey, der ist so Achtung, schnell Raketen. Auch. Raketen schnell langsam. Oh mein Gott! Noch mehr Raketen. Oh mein Gott! Hau doch mal ab hier, du blödes Ding! Er ist fast tot, Kaspar. Ja, komm schon, noch ein, zwei Mal hauen, dann haben wir es. Die mega schnellen Raketen hier, vorsicht, da oben. Oh mein Gott! Jetzt nochmal gegenklatschen. Das war's fast mit ihm. Nochmal, einmal noch. Raketen, die auf uns raufkommen. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, wir haben ihn! Das Tor ist und auf jetzt? Wir sind jetzt in Level 6. Was? Wie cool sehr war das gut, denn? Alter. Das letzte Level ist das jetzt, ne? Nee, ich glaube, wir haben sogar... Oha, ist sogar Stufe 9? Wie viel gibt's da noch? Hier ist Stufe 7? Alter, okay, rein. Ja, okay. Wow. Und los! Okay, Dr. Auge. Wähle den richtigen Weg. Rechts, links. Ich sag links lang, weil der grün ist, der Pfeil. Links, Pfeil ist grün. Pfeil ist grün, Kaspar. Links ist richtig. Ja, alles gut. Das gehört schnell alles hier hoch. Plan. Schnell hier laufen, steht da. Oh mein Gott, da steht laufen. Alter, hinter uns ist ein rotes Auge. Oh! Schnell! Oh mein Gott! Der hat mich auf die Ecke gelasert! Und jetzt? Vielleicht auch hier rechts. Warte mal, hier ist ein Checkpoint. Ey, der killt mich das Auge! Lol, ich bin direkt weiter! Was? Hier ist ein Checkpoint, Kaspar. Ja. Okay, warte, ich komm hier, warte. Oh. Oh, die sind voll schnell, die killen mich! Oh, okay. Siehst du mich? Nein, ich muss auf die Leiter darauf. Ich komme da nicht hoch. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen weiter. Warte doch mal auf mich, sag mal. Du bist ja voll unkorrekt. Ja. Ja, oh mein Gott. Da oben. Ich komme. Alter, du bist ja schon voll vorgelaufen. Du bist ja richtig unkorrekt. Nee, lässt einfach deinen Kollegen im Stich. Hier steht jetzt was auf. Alle 10 Sekunden erscheint das goldene Auge. Normalerweise hast du keine Zeit, den ganzen Kurs zu durchlaufen. Es gibt einige versteckte Stellen an den Seiten, an denen du warten kannst und das Auge meiden kannst. Okay. Wow! Nein! Ich war gerade da beim versteckten Spot. Okay, warte. Ihr müsst aufpassen, ne? Hier sind, glaube ich, so... Ja, und du musst auch auf den Boden auch aufpassen. Da darfst du nicht drauf. Wieder eine Teile? Okay, hier. Okay, warte. Das Auge kam. Ich war schon wieder fast. Das Auge kam, deswegen. Okay, warte. Ich verstecke mich jetzt ganz kurz hier. Du musst voll spät rausspringen aus dem Ding. Ich verstecke mich jetzt kurz hier. Wo ist das Auge? Das kommt gleich. So, da war's. Rein, weiter. Nein, ich schaff's nicht. Als ob, das ist auf jeden Fall einfach. Mann. So, wieder warten, bis das Auge kommt. Auge ist gekommen. Da kam's gerade. So. Schnell, das Auge kommt gleich. Das ist knapp. Das ist Auge jetzt, ne? Da war's. Ja, da war's. Ja, Mann, ich hab's auch gesehen. Letzter. Und jetzt ich hab auch Schaden bekommen gerade. Alter. Rein ins Ding. Und was kommt jetzt hier? Oh Gott, was sind das denn für Augen? Jetzt geh einfach hier lang. Wir müssen schwimmen. Wir müssen tauchen. Wir müssen springen. Oh mein Gott. Aua. Oh mein Gott, das ist ja mega schwer. Das heißt, es gibt jetzt Stufe 9. Wir müssen rüberspringen, Kaspar. Ja, ich sehe es. Alter, da kommt so ein Wasserauge. Wasser? So ein Eiterauge oder was? Ja. Oh Gott! Der ist ja voll schnell. Ja, klar ist der schnell. Okay, du darfst gar nicht schwimmen, du musst einfach springen. Ah, jetzt bin ich auf seine Blumen gesprungen. Müssen wir hier reintauchen? Nee, wir müssen hier runter, oder nicht? Oh! So, rüber hier. Alter, hier kommt auch. Oh mein Alter! Gott. Yo! Wo kann ich eintauchen? Tauch mal hier, unten, oder was? Kaspar. Oh mein Gott, was ist denn das? Hier sind nur noch viele. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh Gott! Hey, der berührt mich trotzdem! Oh, ist ein Raum hier. Wo bin ich? Hier ist ein Checkpoint, die war richtig. Oh mein Gott. Hast du geschafft? Hey! Ja! Alter, das war so knapp gerade, da kam das Auge nochmal raus. Hey, weiter! Oh mein Gott! Pass auf! Der Geist! Nein! Ja! Schade! Ich hab's geschafft! Mano, warte! Oh! Kommst du? Da kommt er. Ich komm rüber hier. So, zack. Diesmal war easy. So, okay, ich bin jetzt hier beim nächsten. Nächster Checkpoint. Oh mein Gott! Hier sind so viele Gärtner wieder. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wir müssen nach vorne hin. Hast du das Labyrinth durchgespielt? Hier vorne, oder? Ja, hier müssen wir lang. Hier rechts rum, ne? Oh nein. Oh mein Gott, hier ist noch ein Auge. Alles gut. Nur ein Auge. Ein Auge? Nein! Du musst da durch, ne? Nein! Dadurch sind Stufe 8. Oh mein Gott. Aua. Oh mein Gott. Der schreibt mich auch an. Ja. Nein, das ist das. Yippie. Wir verklauen. Ich hab's.
Oh mein Gott. Ich tauch weg. Ist aber mega schwer jetzt. Was kommt da? Alter. Was kommt da jetzt? Oha, das ist auf Englisch. Hä? Irgend so ein seltenes Auge, was da jetzt rumschwimmt. Und wenn du es anguckst, dann bist du unten. Tot. Hier unten. Wow. Okay. Oh mein Gott, wieso sieht das so krass aus? Ich bin draufgegangen direkt. Ey, du musst immer in die Lücken schwimmen, lol. Das geht aber eigentlich. Ich komm. Ey. Ja, jetzt war das Auge gerade da, Und rein in die Lücke. Du musst mit der Kamera immer richtig justieren, dass du richtig schwimmst. Das ändert sich immer. Das Auge kommt viel zu schnell. Wo bin ich denn? Ich hoffe, das Auge war jetzt da. Ich schwimme jetzt einfach. Ich bin in die falsche Richtung geschwommen die ganze Zeit. Oh mein Gott, ich bin in die falsche Richtung geschwommen. Ich auch? Ja, du auch? Nee. Weiß ich nicht. Wo bin ich denn jetzt? Muss ich hier durch? Das ist voll schwierig, das anzugucken. Muss ich hier durch? Ah! Da war das Auge. Ja, das Auge war gerade da. Level 8. Hast du geschafft? Ja, okay. Ja, Mann, hier kommen noch keine weiteren Stufen. Hier kommen jetzt noch Stufe 9. Stufe 9, okay. Sehr gut, Kaspar. Sehr gut, endlich habe ich es. Okay, sehr gut. Und jetzt letztes Level oder was? Nee, Stufe 8 und dann noch Stufe 9. Und Stufe 9 ist, glaube ich, richtig schwer. Hier. Spam-Sprung aufgedreht. Teile. Okay, das geht klar, Kaspar, Alter. Du kannst das! Das war voll du kannst es doch nicht! ich hab's. Spam-Sprung. Ja, du musst die ganze Zeit springen gedrückt halten, anders kommst du noch nicht weiter. So, hier lang, Checkpoint. Yo! Oh, wabba! Das war richtig cool. Vor allem, weil dieses eine Auge da noch voll leicht. Das war ja voll leicht. So, jetzt kommen wir hier noch rüber, ich hab den Checkpoint. So, wuppa. Zack. Und hier rüber. Oh mein Gott, das ist ja voll leicht. Alter. Der Megatornado. Jetzt bin ich wieder unten. Ist so richtig. Ey, der ist schwer hier. Das, was jetzt kommt, ist schwer. Ich bin jetzt hier unten. Das ist mega schwer, was jetzt kommt. Ist das ehrenlos. Wieso? Ich komme jetzt gerade. Wir schaffen das. Ich hab den Checkpoint. Ich warte hier kurz auf dich. Ja, auf die Platten. Hier drüben bin ich. Auf die Platten dann rüber da. Ich warte hier drüben auf dich. Das kommt hier gleich. Auf welche Platten dann? Mann, die sind da vor dir. Vor dir auf die Platte. Okay. Im richtigen Moment abspringen, ja? Ja, und jetzt rüber, nach rechts! Das Spam-Sprung ist viel schwieriger, einmal laufen, das ist viel einfacher. Ja, man muss einfach durchziehen. So, endlich! Hallo, und was für eine Endlich? Du bist geschwimmen, ertrunken. Pass auf, ich will dir was zeigen. Wir müssen hier auf den Checkpoint kommen. Man wird aber immer so weggehauen. Alter. Oh, das ist so richtig schwer. Hier ist auch einer. Wie? Wo ist noch einer? So, habt ihr den Checkpoint? Hä, wo hast du den Checkpoint? Ich wurde hingehauen, guck mal. Hä, wie wurdest du denn da hingehauen? Einfach so, ich bin raufgesprungen, wurde hingehauen. So, dann gehe ich mal weiter. Hä? Als wenn du so viel Glück hattest direkt. So, hier. Oh Gott, du hast jetzt Lilane gepfeffert. Oh Mann. Ich guck mal ganz kurz weiter jetzt hier, was wir so machen müssen. Ja, mach mal. Ey, ich komm nur ins Lilane, wie soll ich denn hier weiterkommen? Alter, ich hab voll Glück jetzt. Hier sind voll viele kleine Babyaugen. Die sind voll schrecklich. Ey, die holen mich. Was soll das? Ich komme hier nicht weiter, das ist mir zu blöd. Die Babyaugen sind voll schlimm. Mann, wie kommt man denn da rauf in die Mitte? Na los! Hier ist einfach. Hier ist doch einfach als gedacht. So, jetzt hier um die Mann, ich komme doch nicht rüber. Was ist das, du Hundeauge? So. Du Rotaugen. Letzte Treppe! Nein! Hast du? Nein, nicht das letzte Auge! Ja! Okay. Ja, ich hab's. Da kommen wir auch durchgelaufen. Pass auf, da ist immer ein großes Auge, was uns holen möchte. Oh, hey, unkorrekt, du Großriesenauge. Ich bin jetzt du hier Indianer-Auge. Ich warte jetzt auf dich, du schaffst das. Ja, das ist kein Problem hier. So, ja, du kannst auch einfach so vorbeilaufen und so. Ich hatte eben noch ein ganz komisches Auge verfolgt. Ja, mich auch so ein kleines noch, ne? Aber dann bin ich drauf gegangen, war es auf einmal weg. Okay, eine Nervensäge. Oh, so, zack, hab ich. Wo muss ich rein hier? Achso, einfach runterspringen? Okay. Ja, hier unten. Zack. Sehr gut. Wir können nämlich weiter geht die Reise zum Licht gehen, glaube ich. Mal gucken, ob wir das Licht nutzen können. Wo geht's dahin? Ich glaube, wir können jetzt hier. Guck mal. Wind oder was? Das ist das aggressivste Auge im Spiel, das alle 3 Sekunden schaut. Du musst schnell sein, du kannst dich an den Seiten verstecken oder von der sich schnell drehenden Plattform angetrieben werden. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, man kann hier. Ja, das ist der. Pass auf, das Auge ist da. Das ist richtig schnell. Was ist der Trick? Spring, die ganze Zeit springen. Oh mein Gott. Alter! Nein, ich mach genau im richtigen Moment, gehe ich hin, ey, verdammt. So, hier. Oh mein Gott! Ja, genau, das mit dem Plattform kannst du. Guck das 3-mal oder so? Yo! Hey, ist auf sehr einfach. Sehr gut. Ja, das ist einfach. Oh! Nein! Du musst dich halt weg, bei der letzten Plattform musst du dich wegschleudern lassen. Okay. Aua! Es guckt dir gefühlt 2-mal, ne? Ja, es guckt immer 2-mal. Was ist das? Ja, sehr gut, Level 9! Level 9! Ja, yo! Ey, schau dir mal Level 9 an, das sieht mein Gott. Unnormal aus. Das sieht krass aus. Okay, direkt runter hier. Yo, wir sind. Oh! Gravitation ist anders. Mond. Oh mein Gott. Hä? Ist alles schwerelos? Gravitation. Guck mal, wir können einfach an der Seite langlaufen. Wie cool ist das denn? Ja, stimmt. Oh, stimmt. Baby. Hier lang, so. Ey, wir können ja auch durchsprinten, ne? Weil wir haben so kleine Babyaugen, die uns jetzt hier verfolgen. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, wie schwer das wird. Alter, dieses. Hey! Alter, was sind da für fette Augen? Komm schon, hier Level 1 ist nicht weiter. Wie, du kommst nicht weiter? Ich
komme ich schon nicht weiter, weil das so schwer ist. Ich bin in der dicken Augengalaxie, Kasper. Zeig mal, warte, ich komme zu dir. Wow. Okay, wo bin ich denn jetzt? Alter, die Riesenaugen. Oh, hier. Hoch hier. Mario, Dingens. Okay, ich habe den Checkpoint, ich warte auf dich. Und rein hier. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir den richtigen Ausgang finden. Der Ausgang? Ich sage, es ist orange. Ja, oh mein Gott. Hä? Nein, das war's nicht. Alter. Das war's nicht, okay. Ich sage, es ist lila. Lila ist es auch nicht. Aua, okay, blau war es auch nicht. Auch nicht. Gelb oder braun oder türkis? Braun ist es. Weil wir dann so ausgekackt werden. Pass auf. Lila, türkis war's. Wie türkis war's? Lol, türkis war's. Und jetzt bin ich hier bei so Cowboys. Stimmt, Cowboy-Augen. Pass auf. Okay. Schnell, Kasper. Weltall. Wir sind auf irgendeiner Raumstation. Wir kommen bis zum Ende. Besiegen. Aber sowas von hier, die Cowboy-Augen. Nicht raufgehen. Achso, stimmt. Die haben jetzt hier keinen. Aua. Ey, es ist auf mich gegangen, obwohl. Oh mein Gott, was ist das denn gewesen? So ein Schwerterauge. Ey, der sollte auf dich gehen, weil du auf seinen blöden Drecksrasen gegangen bist. Ja, ich weiß, ich bin da auf den draufgekommen, aber korrekt, dass er nicht. Der ist auf mich gegangen. Ja, mein Gott, ey, ich hab gesagt, ey, das war ich nicht. Alter, die sind voll aggressiv. Ist das wie ein Profi und jetzt der Schwert. Das Schwerterauge, los! Das hat der mich angekickt, aber das war Reinier. Okay, Reinier und? Oh Gott, wo sind wir jetzt? Wir haben's, oder? Nee, doch nicht. Also, du stirbst, wenn du das Wasser verlässt, während du Rennen fährst. Du startest von dem blauen Auge, beeil dich. Wenn Blue Eye nicht da ist, warte bitte auf das nächste Rennen. Hey, Blue Eye, wer soll das sein? Ah. Okay. Hä? Okay, jetzt komm los. Soll das funktionieren? Jetzt! Alter, ich schwimme wie ein junger Gott! Jo, ich bin voll weit! Ha! Was ist? Nach oben jetzt! Nein! Nein, das blaue Auge! Mann, was soll das? Alter, jetzt hier nach oben. Wann ist denn der blaue denn mal endlich mal weg? Nach oben. Wann ist der blaue denn mal weg? Nach oben. Ich weiß nicht, ich bin einfach reingegangen, hab nach oben geguckt. Ja. Oh, jetzt hier. An den Pfeilen vorbei. Komm schon. Hä, hey, ja, ich brauch gar nicht mehr spielen. Ja, ja, du schaffst das auch. Nein, der blaue hat mich eingeholt. Ich will gar nicht mehr spielen. Ich gehe hier nur. Ich, das ist schon das 100. Mal, dass ich draufgehe. Alter! Jetzt kommen wir nach oben. Ja, also keine Chance, die gibt's ja nicht mal Auge. Der blaue ist schneller, es sind voll viele blaue hier. Ey! Ich muss jetzt hier runter, oder? Wo bin ich? Geradeaus? Ja! Ja! Ja, ich hab's geschafft. Ich muss jetzt auf dich warten. Hier ist ein Countdown, wir müssen jetzt gegen ihn kämpfen. Wir sind jetzt hier beim finalen Battle. Oh, let's go! Ah, guck mal, das sind zwei Augenkönig und Augenkönigin. Oh ja, und wir gehen jetzt hier, Alter. Wir müssen jetzt die, glaube ich, absolut. Pass auf, ich habe jetzt ein Schwert. Okay. Ich habe jetzt Angst, was die machen. Ich habe Angst, was die machen jetzt. Oh nein. Philipp Ei. Hä? Philipp. Wer ist das? Philipp. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Hauen? Da ist er. Da kommt der. Oh mein Gott. Was will der? Alter. Wie sieht der so gruselig aus? Der sieht echt richtig crazy aus, ne? Oh Gott, wenn ich in der Mitte stehen möchte. Ja. Was macht er denn? Können wir den hauen jetzt? Oh mein Gott. Oh Gott. Der Laser hat los, Kasper, komm, wir müssen die Augen retten. Jo, los. Auf Philippe. Bam. Raufhauen hier. Zack, wir werden hier reingesaugt. Zack. Wir werden reingesaugt von dem. Ja, Achtung. Oh mein Gott, die ist draufgegangen. Nein, als ob. Nein. Aber wir haben direkt schon 10% weg. Müssen aber aufpassen, die saugen. Pass auf da. Ja, jetzt. Oh nein, jetzt müssen wir hier. Nein. Achtung. Oh mein Gott. Fast runtergestoßen. Die Augen, wir müssen auf die kleinen Babyaugen gehen. Die ziehen uns so viel Leben sonst ab, Kasper. Achso, okay, okay. Auf den raufgehen, auf den raufgehen. Oh, ja. Goldes Augenfiel, goldes Augenfiel. So, hab ihn jetzt. Ja, haben wir. Oh mein Gott. Auf die müssen wir direkt gehen dann. Pass auf, Laser. Ich gehe oben drauf. Und hauen. Jetzt. Okay. Immer schön springen dabei. Zack, ja. Immer zurückspringen. Nicht nach vorne springen. Da, Laser. Was macht der denn, das Schielauge? Babyauge. Raufhauen. Guck mal, wie schnell es weggeht. Jawohl. Nee, er hat weggelasert von alleine. Ehrlich? Nein, wir haben es weggehauen. Ich glaube, er ist mit seinen Lasern entgegengekommen. Ist doch kein Friendly Fire. Also jetzt hier, bam. Oh, Laser, pass auf. Er macht Breakdance. Jetzt hier oben, hauen. Aua. So. Los, ich drauf gehen. Wir sind jetzt schon 75% weg. Das schaffen wir. Komm schon. Geh weg. Was macht er? Er macht das heftige Spuck. Die Geister. Spuck-Action. Die Augen. Da haben wir ein kleines Auge gekommen. Wir müssen direkt auf das Auge drauf gehen. Damit das gar keine Leben abzieht. Ja, stimmt. Dann gucken, wie viel Leben wir jetzt mehr haben. Ja, stimmt. Zack. Hier nochmal. Oh, aua. Oh. Okay, das hat weh. Das war aua. So, zack. Hier. Bam. Immer nach und nach. Immer noch ein mitgeben. 49 mal nur noch hauen. Spring. 49 mal hauen. Zack. Ja, 45. Bam. Okay. 44, komm. Denkt er, macht dann wieder Breakdance. Geh weg. Ah! Er haut ihn runter. Ja, er haut dich bei dem Move vor, dich sonst runter. Ah ja, okay. Oh Gott. Okay, er spuckt jetzt wieder. Der Spucknapf. Du hast viel mehr Leben als ich. Ein bisschen mehr. Jetzt mal. Zack. Zack, mal auf. Er macht das Breakdance. 30 mal nur noch hauen. Wenn er Breakdance macht, denkt dran. Jetzt macht er irgendwas. Auge. Auge, rauf, auf Auge.
Pass auf! Auge, hilf mir doch! Ja, warte, ich komm! Hilf mir doch! Ich bin noch dabei, geh weg! Okay, jetzt haben wir es. Jetzt ist weg, Mein Leben ist echt jetzt niedrig geworden dadurch, ne? Achtung, er geht irgendwo jetzt hin. Jetzt! Breakdance! Achtung, er macht jetzt irgendwas. Er fährt jetzt irgendwo... 23 mal nur noch hauen! Er fährt hier Formel-1-Strecke oder so. Ja, jetzt. Das kriegen wir hin. Pass auf, er wird gleich wieder Breakdance machen. Geht zurück, 20 mal, ey. Ja. Geht zurück. Auge, kleines Auge, komm, hauen! Bam! Bam! Aua! Bam. Bin gleich tot! Bam, hau das Auge! Hau das Auge, Kasper! Ich hab das gerade alleine! Ich helf! Au, er schönes Auge! Ich bin One-Hit! Kasper, Mann, ey! Wir haben ihn fast, los, Kasper! Los! Er macht Laser! Hau! Geh weg! Er macht Laser! Pass auf! Er macht Laser! Ich bin doch fast tot schon! Jetzt! Bam! Du blöde Auge! Bam! Oh mein Gott! Hau ihn! Ein Laser! Laser! Hau ihn! Pass auf! Ich hab ihn fast! Kasper! Pass auf! Einmal noch! Einmal noch hauen! Ein letztes Mal noch hauen! Und! Ja! Alter, wir haben die Augen befreit! Sehr gut! Geschafft! Endlich! Alter, war das schwer! Das war so lang, Leute! Wir haben so lang gespielt! Ich könnte das nicht vorstellen! Junge, war das schwer! Okay! Hallo! Hier sind einfach alle Augen am Start, ne? Jetzt sind die einfach alle lieb und geworden. Und hier ist der Ausgang. Krass. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Ja. Oh, was? Wir sind zurück, Kaspar. Was geht da, Brooks? Und du wir auch sind, hier? Wir sind hier wieder bei den Rainbow Friends, sehe ich gerade. Ja, und das ist auch ganz gruselig. Ich habe nämlich eben schon einen rumlaufen sehen. Die wollten mich auffressen. Ja, aber diesmal ist es sogar eine Obby. Das heißt, wir müssen die Obby schaffen und nicht die Story. Oh, guck, ich sag doch. Die sind ganz böse. Ey, du musst aufpassen. Ich weiß, guck mal, hier ist das eine Monster mit der Krone immer. Und auch hier dieser... Also das echt. Das liegt an dir. Ich mach doch gar nichts. Ich stehe hier, ich hab dich nicht mal gesehen. Ich bin berührt hier. So, hier ist anscheinend irgendwie dieses Teil. Mann, aufpassen, ey, das tut alles weh die ganze Zeit. Okay, also, das ist jetzt hier die Fabrik und wir werden hier rauskommen heute, oder wie? Ja, also unser Ziel ist auf jeden Fall heute, der ganzen Sache zu entkommen und zu schauen, was sich am Ende befindet. Und ey, guck mal, hier sind auch richtig dicke Fässer und sowas, ne? Säure auch und sowas. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Rainbow Friends nur leben, das sind ja eigentlich so Plüschtiere oder sowas, dass die nur leben, weil die irgendeine Säure getrunken haben oder da reingefallen sind oder sowas. Stimmt. Guck mal hier. Hier dürfen wir anscheinend den grünen Ballon nicht berühren. Das ist fake. Wie, das ist fake. Ich hab gerade den blauen berührt und bin trotzdem gestorben. Ah, ich stimmt. Ich hab auch den grünen berührt. Man darf generell keine Ballons berühren, glaube ich. Okay. Ey, was? Ich bin wieder am Anfang. Oh. Jetzt kann man die gehen alle die ganze Zeit drauf. Die sind richtig schlecht. Guck mal, man sieht auch den Weg unten. Ja, setz mal eine Brille auf die Glocksporken. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Hol dir mal den Checkpoint hier, ja? Checkpoint ist geholt und... Und jetzt kann nur eine Tür richtig sein. Wähle weise, sag ich nur. Ich weiß schon, welches es ist, aber wähle weise. Aber dann... Ey! Mal gucken, wie lange es dauert. Locker, weil du die ganze Zeit geguckt hast, ne? Schauen wir, ob du weißt, welches Ich weiß, welche Tür wird, das ist. Das ist die Tür! Ja, nicht schlecht, ey. Nicht schlecht, okay, richtig geraten. Aber jetzt sind wir einfach hier in der Zelle, ne? Ey, das ist ja echt verrückt hier. Ich weiß, aber jetzt müssen wir hier durchgehen. Guck mal, hier wurde auch ausgebrochen. Oh mein Gott, sind wir in so einem Minenschacht hier? Aufpassen, das steht hier überall, ne? Okay, müssen wir jetzt hier... Oh, müssen wir den Weg nach draußen finden? Oh mein Gott, Geheimweg, hier oben! Hä? Nee, du hängst einfach nur fest. Ach, Mano! Nein, ich häng da hinten. Das ist Karma. Ich häng nicht fest, ich bin am Tanzen. Karma, dass du mich da veräppeln wolltest. Ey, Mano! Tja, jetzt musst du dich wohl respawnen lassen, ne? Doof, wir laufen los, setz dich zurück, los. Wehe, ich hab den Checkpoint da nicht bekommen, ne? Aber doch, ich hab natürlich den Check, ich bin nicht so lost wie du, ey. Ich hab's trotzdem jetzt ganz schnell wieder geschafft, ne? Ich brauche wenigstens nicht 100 Versuche. Okay, wollen wir eine kleine Challenge machen? Wir sagen ab jetzt nicht mehr draufgehen, okay? Ich werde nicht draufgehen, keine Sorge. Oh, warte mal. Hier ist es ganz gefährlich, ne? Guck mal hier. Ich habe was Geheimes gefunden. Hier ist ein Abzeichen. Oh mein Gott. Oh nein. Oh, das hätte ich so gerne. Dein blödes Abzeichen. Das kannst du dir sonst wohl entschieben. Das Abzeichen ist richtig heftig. Okay, ich will nämlich den Ausgang finden. Den finde ich nämlich hier als erstes. Das Abzeichen ist nämlich richtig heftig, ne? Das ist eins der krassesten Abzeichen. Du hättest halt direkt links gehen müssen, ne? Das ist nicht krass. Du hättest direkt links gehen müssen. Oh nein, hier ist eine Sackgasse. Muss man echt links gehen? Nee, am Anfang war ich links. Aber das Ding ist, ich habe jetzt nämlich den richtigen Weg jetzt nämlich.
Oh mein Gott, ich bin ja auch nicht gerade draufgegangen. Alles gut. So. Muss ich hier? Ne, hier ist die. Okay, warte, ich glaube, ich habe den Weg jetzt gefunden. Jetzt muss ich, glaube ich, gar keinen Fall den Weg, oder? Jetzt muss ich hier noch da lang laufen. Hier lang? Jawohl. Oder was? Ja, aber hier ist noch eine Sackgasse. Ich glaube, jetzt hier lang laufen. Ist auch eine Sackgasse. Hä, wo geht denn das hier lang, sag mal? Ah! Ich hab's! Oh nein! Ich hab das Abzeichen und ich hab zuerst den Ausgang gefunden, ne? Ey Mann, das ist, wie unfair ist das denn bitte? Nee, das ist, weil du einfach tryharden wolltest, direkt zum Ausgang gehen wolltest. Ja, ich wollte, aber das, ey komm, das ist immer rechts lang. Ich weiß nicht, wieso es jetzt auf einmal, ey, aua! Ich weiß nicht, wieso es auf einmal links lang geht. Oh, ich kann mir auch Admins-Commands kaufen. Nein, das geht nicht. Du findest es ja immer noch nicht. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Wie schlecht bist du denn? Ey, das ist ja auch der gleiche Typ die ganze Zeit, der hier rumläuft. Ich versteck mich jetzt hier. Wirst du den Weg niemals finden. Oh, hier, das sieht doch da gut aus. Ja, na siehst du, okay, sag mal. Okay, so, nicht Checkpoint. Schlecht. Und jetzt hast du dich hier irgendwo versteckt. Oh Gott, das Wasser steckt doch hier. Ich stehe doch hier neben dir. Lol, jetzt sehe ich dich erst. Lol, ja. Gutes Versteck hattest du da also auf jeden Fall. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall. Schnell. Oh Gott. Oh Gott, das Wasser geht. Okay, okay, jetzt warten. Als nächstes hier hingehen, ne? Auf das ja, Ding. Nein, doch nicht so, wie ich wollte eigentlich. So, und dann muss ich jetzt. Du bist auf den Rainbow Friend drauf. Nein, der Rainbow. Wow, hey, oh, ich bin im richtigen Moment doch noch abgesprungen. Ja, du musst doch erstmal auf dieses eine Ding hier rauf. Auf, siehst du das, dem hier? Ja, den Stein da meinst du, ne? Den Stein hättest du erst drauf gehen müssen. Hallo. So, ich warte so, ganz kurz. Hier, Ehre, so, jetzt durch hier. Geh komm, auf das I, geh jetzt schon mal rauf. Ja. Oh, man muss ja wirklich langsam Set. Step by Step muss man machen. Ja, man ne? muss ja, das ist ja ein Marathon, ne? Traust du dich auch zwei auf einmal zu machen, jetzt gleich zu, auf den Gestein und direkt jetzt, in die Höhle rein? Jetzt bin ich ja hier schon durch. Jetzt auch direkt in die Höhle reingehen. Hä, du hättest auch einfach in die Höhle direkt reingehen können, ohne ins B zu gehen. Hätte ich auch, aber musste ich ja nicht machen. Schlecht. Guck mal, ich sag dir mal, wie ein Profi das macht. Du hast ja richtig Angst gehabt. Ich musste erstmal 5 Minuten auf dich im Labyrinth warten. Wieso? Ne? Und du hast gar hier noch ein Abzeichen bekommen. Erzähl den Leuten hier mal keinen Quatsch. Ich bin direkt hinterhergekommen. Ich hab alles auf Aufnahme, alles auf Schwarz-Weiß. Guck mal, hier steht kein Entkommen. Oha. Ja, das ist ja wohl auch, dass da ein Sound vor ist. Natürlich ist da kein Entkommen. Ja, aber das heißt, wir müssen halt echt diesen kompletten Weg lang laufen. Hier, ne? Also hier sind ja schon so regenbogenfarbenartige Glühbirnen. Übrigens, du das hast gerade gesagt, lass probier nicht drauf zu gehen, du bist direkt drauf ja, gegangen. Ja, bin ich nicht. Du bist ja, ein, okay, du hast recht. Einmal bin ich eben draufgegangen, nur einmal. Genau. Okay, jetzt haben wir. Oha. Ich bin nur einmal draufgegangen. Wo sind wir hier, bitteschön? Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir hier lang müssen. So, das kenne ich gar nicht aus den Regenbogenfreunden, so ein riesen. Nee, riesen das ist Ort, hier auch irgendwie noch so ein geheimer Fabrikraum oder sowas. So, dann lassen wir hier schön. Luftballon. Oha. Mich hat fast der Vorhang aufgehalten, ne? Ich habe fast von diesem Vorhang. Alles gut, ich muss hier kurz was nachgucken. Und zwar ist da ein Geheimgang, ne? Den habe ich gerade entdeckt. Nochmal aufgegangen. Also echt. Nein. Also echt. Okay, die Runde heute geht an dich von mir aus. Du, weißt, okay, aber, du weißt doch auch nicht, wo lang gleich. Ja klar, da stehen doch sogar Pfeile, wo du lang sollst. Da zeigen die sogar Pfeile an. Ein kleines Baby schafft das ja mehr. Ja was, ey, da war halt eine unsichtbare Wand bei mir. Kann ich was dafür? Eine unsichtbare Wand. Ist ja so. Ist ja so. Okay, jetzt bin ich hier schon mal. Ich bin jetzt hier anscheinend. Oh, hier sind alle Süßigkeiten schon rausgegangen, ne? Ich hätte gerne jetzt die Süßigkeiten gehabt. Aber leider gibt's die dann nicht, ne? Ey, das ist ein Fake-Brett. Das war ein Fake-Brett. Oh mein Gott, wie schlecht. Wo bin ich denn jetzt? Wie schlecht. Ja, wieder am Spot. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Ich habe das Fake-Brett auseinandergenommen. Ich bin in der Absichtsmatrix. So, okay. Jetzt, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade das ultimative Abzeichen jetzt noch bekommen. Das heißt, im Fake-Brett. Hä, so ein Seltnis oder was? Ja, du musst in das Fake-Brett reinspringen. Dann kriegst du so ein weiteres Abzeichen. Okay. Jetzt habe ich schon 2 und du hast 0 Abzeichen. Ja. Lass mich mal erstmal gucken hier. Und zwar gibt es hier noch irgendwie einen Geheimweg, wo man runter muss. Ich weiß aber allerdings nicht genau, wo der ist. Ja, das ist das Fake-Brett. Hä, soll man hier unten auf das Fake-Brett draufspringen oder was? Ja, du brauchst das Abzeichen. Hier einfach drauf. Du Assi! Du Assi, da war gar kein Abzeichen, oder? Alter, wie kann man so ein Assi sein? Als wenn du die ganze Zeit gewartet hast, dass ich da draufspringe. Ja, natürlich habe ich darauf gewartet. Alter, aber ich bin trotzdem irgendwo komisch gespawnt. Also irgendwie war dann auf einmal auf der Map drauf. Ja. Ja, komisch. So, das heißt jetzt hier einfach rüberspringen, jetzt hier aufs Holz. So. Ja, so, zack. Geht man auf jeden, jetzt auf die Glühbirne hier. Ja, das sieht doch gut aus. Oh Gott, oh Gott. Ja, hier können wir auch die Glühbirne drauf. Jetzt hier auf die Treppe drauf und dann direkt raus hier. Zack, Juppa, nicht mehr lang rumquatschen. Dann bin ich jetzt auch hier draußen. Oh. Oha. Jetzt, guck mal. Hier ist sogar der Blue Rainbow. Einfach als Ausstellung. Ist der nur aus Pappe? Und er sagt auf jeden Fall nichts mehr essen ab dem Punkt hier. Aber wir können nicht durch. Hä?
Lüftungsschacht hier, oder? Lüftungsschacht, ja. Ja, geil. Oh Gott, jetzt brauchst du erstmal wieder 100 Jahre, um hier rauszukommen. Oh nein. Nee. Ich nehme dich an die Hand, Kaspar. Kein Problem. Ey, du bist hinter mir, was will? Ich nehme dich an die Hand. Ach, du bist natürlich jetzt wieder falsch gelaufen, ne? Ach, das war ich natürlich Ich bin nicht falsch klar. gelaufen. Das Wo bist war du denn? Natürlich klar. Ich, Wo bist denn du? Ich bin jetzt hier schon fast beim Ausgang. Was? So, hier kurz durchlaufen und Ausgang. Das kann nicht sein. Easy. Oh mein Gott. Das kann nicht sein, dass du schon beim Ausgang bist. Hä? Das sieht ja richtig krass aus jetzt hier gerade. Ey, ja, so und zack, Alter. Wie ein Profi bin ich hier. Ja, okay. So, 1200 Robux. Das ist so eine Tischlerwerkstatt oder so. Was hast du gekauft? Nichts. Für 1200 Robux? Ja. Hä? Ich bin jetzt ganz kurz draufgehen lassen. Aber, Was hast du? Ich hab mir da was gekauft, aber es ist nicht da. Ah! Karma! 1200 Robux hat das gekostet. Was hast du dir denn geholt? Was ich wollte die Laserwaffe haben und ich damit abschießen. Ach, was, du Assi. Aber ich sehe... als wenn du die jetzt ausgegeben hast und du jetzt nichts bekommen hast. Ich hab's nicht. Ich muss wahrscheinlich das Spiel neu starten. Dann muss ich auch wieder von vorne anfangen. Nee, das ist blöd. Also, ist nicht Alter. So clever. Na gut. Karma, einfach Robux ausgeben und nichts bekommen. Passiert. Kann man nicht machen. Passiert nicht. Wie kann man nur so schlecht sein? Was hat das mit schlecht sein zu tun? Ja, wenn du sowas kaufst und auf einmal hast du so ein Pech gehabt. Ja, Mann, bin ich schlecht. Ich sag jetzt oh Mann, ja, was Meter. Ist ja so? Du bist genauso schlecht, weil du... Ich hab was gekauft und das kommt nicht an. Mann, bin ich schlecht. Weil du so schlecht bist, hast du dir das... Weil du so schlecht bist, hast du das nicht bekommen. Ja, weil ich so schlecht bin. Also es macht ist so. Sehr, sehr viel Sinn. Also ja, ist ja so. Bist du wieder schlecht, weil ich habe jetzt hier erstmal ganz kurz das Abzeichen geholt. Also du bist Abzeichen? Das ist das zweite, was ich jetzt hab, ne? So, also wirklich, das ist so bait, das ist gar safe kein Abzeichen. Doch, du hättest vor der Tür. Ja. Muss ich weiterlaufen? So, jetzt bin ich auch schon fast wieder. Ja, 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 so wie die Laserkanone, wie du die gekauft hast, ne? Genau Wieso? So ein Abzeichen ist da, ne? Wahrscheinlich. Nein, du lügst doch hier heute. Ich hab das jetzt eben geholt. Du hast was vom Lügenkuchen gegessen, glaube ich. Was für ein Lügenkuchen? Jetzt gehe ich durch die Tür. Okay, jetzt hab ich schon mal... Ja, und jetzt müssen wir hier lang. Mir fehlen, also es steht, man kann anscheinend 5 Abzeichen sammeln. Ich habe jetzt gerade erstmal 2 gefunden, jetzt ne? Müssen wir nämlich auf diese Gondel hier drauf. Und dann können wir nämlich damit durchziehen. Da habe eben schon jemanden rot durchziehen sehen. Ah! Ja, gut. Auf den billigsten Trick! Oh nein. Aua. Bin ich auch drauf gegangen. Aber auf den billigsten Trick bist du da gerade reingefallen. Wenn du nicht geschafft hast. Hä, aber man muss da nicht rüber, ne? Du musst das geheime Abzeichen finden. Was für geheimes Abzeichen? Das ist doch safe auch fake gewesen, dein komisches Abzeichen. Nein, nix da ist fake. Hierhin, wo muss man denn hin? Ich hab es auch schon zweimal probiert. Hast du schon geschafft? Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Hä, bist du durch die Tür durch? Oder das sind ja einfach krasse Regenbogen hier. Yo! Hier lang oder was? Das sieht ja unnormal heftig aus. Alter, so, zack. Naja, so zack, heftig sieht es jetzt auch zack, nicht aus. Zack, okay, und hier, dann. Boom. So, hier okay, auf die Fässer noch drauf. Genau, kurz auf diese ganzen Regenbogenfässer und dann kann man es hier noch durchgehen. Was yo! Oh mein Gott, Achtung. Die Regenbogentreppe, die krasse. Ich weiß, die geht sogar nach unten, ne? Also jetzt echt aufpassen. Okay, sehr gut. Sonst kann das gleich echt böse wieder. Enden. Das will ich auch gar nicht. Oh, hä? Nein? Das ist Ding ist, du siehst auf jeden Fall das Monster gerade in diesem Lüftungsschacht. Ja, die Augen sieht man, ne? Das heißt, man muss dann abwarten, bis die Augen weg sind, ne? Oh, ja. Ah, hä? Was war das denn? Ja! Was schreist du so? Wieso gibt's nichts rum zu schreien? Wieso freust du dich so? Klar, wegen der Box. Hast du mich abgeschossen? Nein, hab ich nicht. Ich hab leider keine Laserpistole. Hier. Okay, so, ich geh jetzt schon durch die Tür durch. Oh, mal schön ab hier, zack. So, oh mein. Checkpoint. Lol. Alter, was ist denn? Oh, das ist denn von Orange. Das ist von Orange hier anscheinend sein Geheimversteck. Stimmt. Hier können wir jetzt nicht hingehen und dann können wir jetzt hier sein Geheimversteck hier finden. Schnell raus hier, ich mag Orange nicht. So, ich mag Orange, der ist echt in meinem Lüftungsschacht drin. Das ist echt immer richtig crazy. Ist deine Lieblingsfarbe auch Orange? Nee, meine ist rot. Okay, so hier jetzt hier schön vorbeispringen. Okay. Yo, okay, sehr gut. Ist hier noch was jetzt hier durch? Oh mein Gott, hier ist einfach noch ein Ding, das dritte von 5 Das jetzt. Kann nicht sein. Das ist gerade hier nicht. Wie kannst du gewesen, alle oder? Übersehen? Ja, du hast keine Anzeige 3 von 5. Hä, nein. Hast du eine? Gut, weil du vielleicht nicht das erste Abzeichen oder weil du überhaupt gar keins hast. Ja. So, hier soll man keine Ballons kaputt machen.
Ja, hier. Okay, dann, die Dings rauf. Laufe ich hier mal ganz kurz an den Ballons vorbei. Oh, ja. Alter, ich bin schon wieder draufgegangen hier. Und ne? Dann. Ich kann's ja, nicht glauben. Ja. Ah, wir sind jetzt hier bei dem Kuchen. Stimmt. Dingens. Ach, das ist der Kuchen zum Entkommen, oder nicht? Genau. Und ich dachte gerade, man muss auf diese doofen Box draufspringen, Alter. Man muss hier rechts rumgehen. Ach, lol. Ah! Du Assi. Wie kann man so Assi sein? Also heute bist du echt so ein richtiger Assi, muss ich sagen. So, jetzt können wir hier. Oh, schade. Da ist noch eins. Jetzt habe ich auch mein erstes. Ja. Man muss bei dem Wolfbrett runter. Was laberst du? Hier in dem Wasser, hier in dem Dings ist eins drin. So, jetzt habe ich 4 von 5. Ich meine, auf jeden Fall auch jetzt hier, ich weiß, mein viertes von 5. Jetzt haben wir noch eins. Weißt du, die Frage ist, was bringen dir Abzeichen, von denen du dir eh nichts kaufen kannst, wenn du gewonnen ich hast? Ich krieg halt dafür einfach Robux. Das sehr ist halt das gut. Gute, ne? Ich habe einfach Robux. Ich habe gewonnen. So, du kriegst dann gar nichts davon. Und da ist das letzte. Jawohl! Oha, ich hab das geheime Ende freigeschaltet. Oha! Wahrscheinlich geheimes Ende, wahrscheinlich. Ich hab das geheimes Ende freigeschaltet, Leute, wie geil. Wie willst du das denn? Das kauft dir keiner ab. Es regnet Robux. Das kauft dir keiner ab. Und jetzt bin ich einfach, ich bin jetzt hier hingespawnt? Ja, und jetzt musst du geradeaus jetzt durch dieses Portal da durchlaufen. Ich bin jetzt einfach bei den Winners. Ja, ich auch. Das ist ja richtig crazy. Let's go. Und wir haben es geschafft, sehr gut. Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir werden nämlich der Schule entkommen mit Maki. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, ich bin heute so gespannt. Guck dir mal diesen Professor an, ne? Das ist, glaube ich, Chemie. Oder was ist das da an der Tafel? Das, was auf der Tafel steht, das kann auch wirklich keiner verstehen. Oder Physik oder sowas, ne? Ich weiß es auch nicht. Guck mal, wir müssen hier, Maki. Der schläft auch ein. Davon. Ja, ich glaube, der schläft echt ein. Ne? Der schläft echt, du hast recht. Wir müssen, glaube ich, die Klingel drücken. Genau, dann den Alarm auslösen. Okay, dann sehr gut. Hast du ausgelöst, ja, ne? Ja, ja. Oh, okay, sehr gut. Dann komm schnell weg jetzt hier. Oh mein Gott, ey. Das ist ja so, ich hasse ja Schule, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Schule eigentlich? Na, wer mag schon in Schule, aber die Pause sind das Beste. Ja, die Pausen sind halt echt immer gut, ne? So, okay, dann lass mal ganz kurz hier entkommen. Oh mein Gott. Guck mal. Hier ist so ein Lüftungsschacht, durch den wir durch müssen. Können wir durchkrabbeln? Wir können durchkrabbeln. Ja, ja, komm, ich geh voran, okay? Ich nehme dich ein bisschen an die Hand, du bist sicher, keine Sorge. So, und dann gehen wir hier nach unten. Oh, ich glaube aber... Okay, ich guck mal ganz kurz links jetzt hier. Links ist... Oh, nee, lass nicht links gehen, Marki, komm, okay. Ja, genau, das ist die andere Seite gehen. Boah, ohne Spaß, ne? Ich will unbedingt von diesem blöden Lehrer ankommen. Der hat ja irgendwie Physik unterrichtet. Und Physik kann ich gar nicht. Jetzt müssen wir über die Lava. Ich weiß, aber das Ding ist, du darfst ja nicht reinfallen, ne? Wenn du reinfällst. Ich spring dir einfach hinterher. Genau, spring mir einfach hinterher. Eine Frage an dich. Was ist eigentlich dein Lieblingsfach in der Schule? Oh, ich glaube, Kunst doch am besten. Da kann man sich schön entspannen. Aber das ist die Frage, was man halt in Kunst am besten macht. Was findest du da am besten? Wenn man Deckweiß benutzen darf. Wenn man Deckweiß benutzen darf. Gut, das war natürlich die beste Zeit, ne? Okay, dann lass mal hier weiterhin kommen. So. Und dann... Oh nein, was, bist du reingefallen? Wirklich, noch? Auf dem letzten Zentimeter bin ich. Ey, ich glaub's ja nicht, Alter. So gemein. Okay, oha, das ist voll groß jetzt hier gerade beim Lüftungsschacht. Oh, der lange, ne? Flur. Ist so, Alter. Du bist so schnell da vorne gelandet. Ja, ich habe Angst, dass der Typ halt hinterherkommt. Ich denke mal, der wird irgendwann schon erfahren, dass die vorne der schläft. Der doofe Professor. Und dass wir beide weg sind, genau, der doofe Professor. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Oh, ich bin in 5 Stücke geflogen. Ja, ich weiß, du darfst auf jeden Fall nicht diese roten Dinger berühren. Ich glaube, es ist irgendwie so... Das ist schwer. Was denkst du, ist das Lava? Was soll das, glaube ich, sein? Das sind vielleicht kleine Trampoline, die uns wegkicken. Stimmt, könnte echt sein. Die kickt nicht voll an die Decke nach oben. Also, dass sowas im Inneren einer Schule ist, wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist echt verrückt, ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in der Schule früher aussah. Okay, sehr gut. Wir fliegen hoch. Oh, yo. Das ist so cool. Wir fliegen. Wir fliegen, wie geil. Okay, hier der nächste Checkpoint schon mal. Und oh mein Gott. Hier ist so eine... Was ist das denn? Glibber. So ein Ekel. Ja, Glibber ist so. Ich wollte gerade Schleim sagen, aber Glibber passt nochmal viel besser. Grün. Oder das ist das, was der Professor zusammengemixt hat. Könnte echt sein. Also fall bloß nicht rein, sonst ist deine Uniform voller Schleim. Schaffst du das? Ich glaube an dich, Maki. Ich gehe wirklich nur einen Schritt nach dem anderen. Ich weiß, einen Schritt. Ganz nicht jetzt wieder, langsam. Nicht wieder am Ende. Oh, okay. Sehr gut. Und jetzt hier musst du aufpassen, denn das ist hier der Turbonator. Ne? Der wird hier wirklich deine Uniform komplett eklig machen. Oh, ich muss auch noch ganz kurz warten. Oh, okay, schnell, lauf durch.
Ich hab schon voll Angst, dass hinter uns jemand stehen könnte. Das Ding ist, der könnte uns halt nicht. Wo bin ich denn? Sag mal, wo kletterst du denn hoch? Wo bist du? Warte, ich bin direkt hinter dir. Okay, ich gehe davor. Okay. Kannst du mir gerne folgen? Ich nehme dich hier ein bisschen natürlich an die Hand. So. Okay, ich dachte, hier ist gerade ein Labyrinth, aber wir kommen relativ gut durch gerade. Wow! Oh mein Gott, jetzt hier. Nein! Ich mag gar keinen Sportunterricht. Das Ding ist. Der sieht aber böse aus, der sieht echt böse aus, ne? Aber weißt du, was halt gerade das Problem ist? Ich liebe ja Sportunterricht, ne? Aber wir sind gerade in der Turnhalle, Marki. Der Lehrer sieht genauso aus wie mein alter Sportlehrer. Ohne Spaß. Das Ding ist, guck mal, ich hatte früher immer, im Sommer hatte ich gute Noten beim Sport, weil wir immer so Hochsprung, Fußball, sowas gespielt haben. Boah, aber im Winter. Hochsprung ist so doof. Der Hochsprung war voll geil. Der will auch nicht mehr hier, der. Das ist zu schwer, ich gebe auf. Nee, ich will nach Hause. Oh, ich auch. Gott. Das Ding ist, und dann habe ich immer eine 3 bekommen im Winter, weil ich nicht turnen konnte. Du hattest eine 3 in Sport? Ja, aber nur im Winter, weil ich nicht turnen konnte. Das war das Problem. Ey, das verändert gerade alles. Ja, das Ding ist. Du hattest nur eine 3 in Sport. Ja, aber es war nur im Winter. Man hat ja immer so Halbjahresnoten. Tja, guck mal, weil du jetzt gelacht hast. Ich bin mitten auf dem Checkpoint einfach zerfallen. Ist so, das war jetzt gerade Karma, weil du gelacht hast. Guck mal, wie der Lehrer da steht. Der ist voll der böse. Der Lehrer beobachtet uns. Der ist total dick und böse, ja, mit seinem Trillerfall. Er hat schon die 3 in seinem Kopf geschrieben bei meinem Zeugnis. Ich sag's ja. Ja, der sieht dich. Also der sieht mich, wie ich hier einen Schritt nach dem anderen gehe. Und will mir einfach direkt. Boah, aber eine 3 ist doch. Aber eine 3 ist trotzdem gut im Sport. Ich hatte ja auch. Was heißt du? Auch. Nein. Du hattest auch eine 3 im Sport? Also eigentlich immer nur so eine 2. Also ich hab halt immer. Aber was habt ihr denn in der Schule immer gemacht dann so an Sport? Wir hatten immer irgendwie Tischtennis. Geil. Tischtennis ist voll geil gewesen in der Schule. Okay, jetzt hier auf jeden Fall. Oha, sehr gut. Hier auf jeden Fall bloß nichts das berühren. So, das sind eigentlich. Ich hab dich voll überholt. Ist so, Alter. Okay, jetzt haben wir. Oh nein. Nee. Der hat eine ist Aufgabe noch nicht jetzt vorbei. Für uns. Ich weiß. Fußball mag ich. Oh, aber es ist ja Football, ne? Ich dachte gerade auch, dass es Fußball ist. Aber der will jetzt anscheinend, wir sollen jetzt, warte mal, an den Leuten vorbei. Okay. Ich hab Angst. So, wollen wir zusammenlaufen? Ich beschütze dich, keine Sorge. Nee, okay. Ich renne vor, ich bin schneller. Oh mein Gott, die kommen alle auf mich gelaufen. Oh nein, nein, oh. Oh mein Gott, die haben mich fast angeberührt. Ja, ich bin mich auch. Weggerannt. Mal, man darf ja nicht rausgehen, ne? Ich bin direkt neben dir, keine Angst. Sorge. Ich seh dich nicht, ich bin vor dir. Schnell, durch die Tür. Vor dir. Nee, ich bin zuerst reingekommen, siehst du? So, oh, die sind roten Teile, die kommen dir ja bekannt vorne, deswegen hier schön bei den Dingern vorbeilaufen, so. Oh nein. Die roten Kaugummi-Dinger hier. Okay, sehr gut. Und, oh, wir haben schon mal ein bisschen mehr Freiheit, glaube ich, ne? Da vorne ist dieser Pausenhof. Stimmt, oh mein Gott. Wo hast du das denn gesehen? Hier draußen. Früher musste ich mal so Müll aufsammeln in der Schule. Ich auch. Wenn ich Kaugummi gekaut habe, dann musste ich immer Kaugummi kratzen. Ja, man braucht immer mindestens 50 Kaugummis und dann, durfte man... Boah, das Ding ist, am schlimmsten war es, wenn man die Kaugummis von den Tischen wegmachen musste. Unter den Tischen. Das hab ich noch nie. Läufst du in die falsche Richtung. Ach nein, als ob... Warte, komm, ich hol dich ab. Ich wäre jetzt wieder zurück zum Professor gelaufen. Bloß nicht. Ja, okay, sehr gut. Jetzt musst du nur noch hier vorbeilaufen. Ich gehe wieder besser einen Schritt nach dem anderen. Ja, immer langsam kommt man auch ans Ziel, ne? So, haben wir hier irgendwas in den Spinden noch, was wir mitnehmen müssen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach, die ganzen Schulen. Wir müssen doch gar nicht da lang, wir müssen hier hoch. Wir müssen ja nach oben, ne? Aber wir müssen ja der Schule hinkommen. Also ich glaube nicht, dass wir hier nochmal uns blicken lassen können. Wenn wir einfach so jetzt hier die Schule schwänzen. Ach so, du meinst, du möchtest deinen Spind ausräumen, bevor du gehst? Das ist aber nett. Da sind aber halt auch nur so Physikbücher und sowas drin. Okay, oh mein Gott. Hier musst du aufpassen. Und hier ist noch so ein anderer. Der entkommt gerade auch mit uns sogar. Oh. Pass auf mit den Bärenfallen. Nicht reintreten, Marki. Ganz langsam. Nein! Oh, ich hab mich gerade so erschrocken. Oh mein Gott, der ist auch reingelaufen. Nein. Ey, du hast echt die Kunst, mal bei dem letzten nochmal drauf zu gehen. Musst du auch mal schaffen. Das ist schwierig. Ich hab die ja nicht mal. Oh mein Gott, ist auch voll laut. Sieht total aggressiv an. Mhm. Aus alles. Okay. Boah. Oh mein Gott, aber er ist ja auch noch gerade draufgegangen, ne? Oh. Ja, ich glaube nur deswegen. Ich glaube echt nur deswegen. Wir müssen einen Klassenraum erhalten. Wähle die korrekte Tür. Was sagst du? Oh mein Gott. Was sagst du, Leon? Welche Tür nehmen wir? Wir beobachten den Blonden. Genau, wir schauen, ob der... Oh. Okay, ist der reingegangen oder denkst ist der du, das? Denkst du, das ist eine Falle vielleicht, wo er gerade reingelaufen ist? Okay, ich gehe zuerst rein. Ich mach das.
Ja, komm rein, ist gut. Richtig. Ja, oder? Was ist das denn? Ja. Oh mein Gott, wir gehen anscheinend. Er sagt, hallo Klasse, heute gehen wir auf einen Fieldtrip in einer anderen Dimension. Also was? Eine Klassenfahrt, ne? Oh mein Gott, sind ne? Jetzt in Chemie. Nein. Also mit Klassenfahrten Chemie. Kennst du dich ja aus, ne? Ich alles, was ich tun muss, ist diese Mischung. Oh, es explodiert bestimmt gleich die ganzen bunten Farben. Oh, oh, wo geht die Flüssigkeit hin jetzt? Um Gottes Willen. Oh mein Gott. Tada. Ein Dingensportal. Du kannst jetzt zu einer anderen Zeit gehen. Was? Ich wünschte, das würde es auch geben. So, komm, wir gehen zusammen rein. So teleportieren mäßig, ne? Okay, lass reingehen. Boah, ich bin reingegangen. Boah. Königesland. Wow. Ich wünschte, das würde es auch in der Schule geben. Ohne boah, Spaß. Das ist ein so Süßigkeitenland, cool. Das ist das Schlaraffenland, glaube ich. Stimmt. Alter, wie cool ist das denn? Warte mal, wir können jetzt hier bestimmt irgendwelche geilen Süßigkeiten holen. Gibt's dir auch Oreo-Eis? Ich glaube, ich flüchte jetzt auch mal aus der Schule in der Hoffnung zu einem Schlaraffenland. Ja, also bloß nicht nachmachen, Leute. Also auf den Lolli springen. Genau, springen. Ah, sehr gut. Okay. Optimal. Auf Beb. Babybell? Babybell. Welches ist dein Lieblingsfarbe eigentlich bei den Gummibären? Oh mein Gott, das ist so lecker. Ja. Oh, ich bin mitten in die Du hast die Kunst. Ich flieg irgendwo hin. Wie? Bist du runtergeflogen? Nee, du bist jetzt wieder da beim Checkpoint. Ich bin richtig runtergeflogen. Nee, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich mag gar nicht gern Orange. Nee, Orange hasse ich auch. Das lasse ich auch mal drin liegen. Das mag ich nicht. Oh, okay, Marki, pass auf, bevor du gehst, wir müssen jetzt ja. Du hast gerade auf die harte Tour gelernt. Eins von diesen drei Stangen ist quasi echt. Ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. Und du gehst in die falsche Richtung. Ja, gar nicht. Dort, ich muss wieder auf die Gummibärchen. Nein, du musst jetzt hier. Muss ich umgehen. Hier musst du hin. Hier. Oh. So, Mitte okay, war ja schon mal nicht echt. Okay. Du findest immer die richtige Tür, das ist unfair. Ja, du hast mir auch schon das leicht gemacht, dass die Mitte nicht gestimmt hat. Und jetzt gehe ich nochmal rechts vielleicht? Nein! Ja. Was denkst du jetzt, grün oder blau? Ich sag blau. Boah, wenn das jetzt nicht stimmt, ne? Ja! Doch, blau ist richtig, Ich sehe da hinten noch ein Portal, siehst du? Alter, dann gehen wir vielleicht, also entweder gehen wir wieder zurück. Marshmallows! Sind das echt Marshmallows? Ich glaub schon, wo bist du? Oder sind das diese Mentors, diese rosanen und... Nee, ne? Komm, wir gehen zusammen ins Portal. Okay, ab ins Portal wieder, ich bin gespannt. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Hat der Lehrer uns wieder... Du bist jetzt für sehr lange Zeit auf Nachsitzen bestimmt, sagt er. Nein. Oh Gott, was? Ich möchte nicht nachsitzen. Wo sind wir denn? Wie? Jetzt sind wir wieder beim Anfang? Nee, wir sind gerade in so einer anderen Dimension, wo jetzt der Lehrer dieses Mal schläft. Okay, jetzt müssen wir... Pass auf, ich müsste jetzt irgendwas finden. Ja. Ah, nee, guck mal. Marki, guck mal nach oben. Wir müssen durch den Lüftungsschacht hier durch. Nein. Doch, komm hier oben rauf. So. Ich komm hier nicht hoch. Ich stand ja auch im Weg. Genau, einfach hochklettern jetzt. Ja, und jetzt musst du da reinspringen hier. Guck. So, okay. Optimal. Dann lass mal weitergehen jetzt. Ich glaube, hier links. Ich kann den immer noch schnarchen. Der schnarcht doch echt wie so ein Walross. Richtig laut. Mit Teeblos. Der ist hier. Bestimmt. Nee, nicht da rein, nicht da rein. Oh Gott. Im ganzen Mathe eingeschlafen. Ja, ohne Spaß, Alter. Der ist von seinem eigenen langweiligen Unterricht eingeschlafen. So, dann komm mal mit. Hier können wir, glaube ich, durchgehen. Und ja, wir haben eine Schlüsselkarte. Ah, okay. Geh mal da durch. Jetzt ist dieses Laserding entfernt. Oh. Und jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Ah. Okay, dann kommen wir mit durch. Und ich glaube, jetzt ist quasi... Genau, wir müssen jetzt nur dem Geräusch wieder folgen. Okay, jetzt können wir hier durchgehen, glaube ich, ne? Jetzt müssen wir durch die Tür gehen. Ja, okay, weiter geht's. Okay. Also der ist die ganze Zeit mit uns, ne? Der kommt auch einfach mit uns, ne? Der folgt uns. Oh. Oh nein. Die haben die Laser aktiviert. Siehst du, der Direktor hat die Laser aktiviert. Und wenn wir zum dem gehen? Denkst du? Können wir da nicht hin? Zu dem Direktor hingehen. Nee. Also ich glaube, wir müssen jetzt hier in diese Vierecke reinspringen. Oh, guck mal, der folgt uns. Er macht dir nach. Ja. Och, nee. Er macht dir auch nach, dass man drauf geht. Ey, guck mal, der hat auch richtig viel Bart. Der Dingens, der Professor. Der Direktor. Sehr gut. Ja, ja, optimal. Perfekt. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Ist hier, glaube ich, nicht, ne? Können wir durchgehen. Sind wir draußen? Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, bei einem Basketballplatz, ne? Ja. Und der hat einen Schnuller. Der ist kaputt.
Wie? Warum hat der einen Schnuller im Mund, oder? Warum sieht der so aus? Das ist eine gute Frage gerade. Okay, dann lassen wir jetzt hier schön. Oh mein Gott. Wir müssen ja an der Wippe und sowas vorbei. Auch über diese Affenstangen. Ich hab Angst. Nein! Ich glaube an dich, Magi, du schaffst das. Das ist schwer. Du musst dich einfach nur von diesen Dingern hin und her regeln. Das ist aber auch auf dem richtigen Schulhof richtig schwer. Ja, ja, normal. Okay, jetzt hier vorsichtig. Aber dass die Wippe nicht umkippt, ist ein Wunder. Ich glaube, weil da Lava drauf ist, ne? Sonst würde die ja, glaube ich... Ja, klar. Ja, hallo, bestimmt. Die ist bei dir Lava. Nicht umkippt, ist ja unglaublich. Okay. Hallo. Hallo? So, haben wir hier noch irgendwie... Okay, wir können, glaube ich, durchgehen durch die Tür, ne? Oha, der hier, der Soda-Automat. Mit Sprudelwasser. Nein. Lecker. Mhm. Oh, das... Du darfst es. Ja, du darfst das Sprudelwasser nicht berühren. Also, jetzt sind wir hier schon mal weiter. Ich glaube, jetzt haben wir... Okay, die Tür geht schon mal nicht. Das heißt, wir müssen... Schwer. Oh mein Gott. Oh, es ist schon alles jetzt hier zusammengebracht. Aber du bist voll gut. Oha. Oha. Okay, yeah. Du wirst immer besser. Sehr gut. Okay, dann anscheinend müssen wir jetzt hier nochmal weiter durchgehen. Die Tür ist verriegelt. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt hier durch... Nee, hier können wir nicht durchgehen. Hä? Soll da hinten sein? Können wir die Tür aufmachen? Auch nicht. Habe ich irgendwas übersehen, Maki? Ich sehe auch nichts. Ich weiß auch nicht. Bestimmt vielleicht wieder hoch. Denkst du, wir müssen wieder hochgehen? Nee. Hier irgendwo die Decke durch, ne? Ich schau. Oder ein bisschen irgend so ein Spinn vielleicht. Hier, guck mal. Oh mein Gott, was? Wie hast du den so schnell gefunden? Ey, ich dachte, keine Ahnung, ich dachte gerade, man muss halt... War richtig? Ja, war richtig. Okay, ich dachte gerade schon. Also hier... Jetzt kam wieder dieses Puste-Ding. Aber du musst aufpassen, ne? Das... Du musst hier richtig so... Oh mein Gott, man wird die ganze Zeit weggepustet. Das ist jetzt echt ein bisschen schwer. Ja, wie so ein richtiger Sturm. Mhm. Ja, hier... Oh Gott. Ja. Oh Mann. Also wenn du springst, kommst du schneller voran. Das ist ein bisschen leichter. Richtig schwer. Okay, aber ey, du bist voll gut. An. Doch, hast du voll gut geschafft. Okay, jetzt müssen wir... Pass auf, es kommt immer so ein roter Laser. Den siehst du ja gerade. Oh. Ja, ja. Okay, am besten... Ich warte immer, bis der weg ist. Okay, jetzt müssen wir schnell warten. Ich jetzt. Okay, komm schnell auf. Bei dich. Ja. Okay, wer ist denn der? Was ist das denn? Der Quietschentmann. Der hat... Ich... Ich hab doch gesagt, dass der so... Gehen. Ja, der hat doch gesagt, dass das ist ein Riesenbaby. Der hat eine Schwimmente, der hat auch ein... Nein. Hallo, der hat Schwimmflügel an. Okay, lass mal runtergehen jetzt hier. Wir müssen jetzt tauchen. Was? Wie geht das? Hier, wir müssen einfach da so hinschwimmen, glaube ich. Okay. Wo bist denn du? Ey, du schwimmst die ganze Zeit mit deinem Gesicht auf dem Boden. Komm mal hier, hier müssen wir lang. Alter, was du denn für ein verlorener Delfin? Das sieht man ja, dass du nur Silber hast. Wahrscheinlich. Hallo, man sieht, dass du kein Gold hast gerade oder nur Seepferdchen. Guck mal, ob ich auf dem Boden tauchen kann. Ja, ich kann auch richtig, also ich sehe schon das Licht gerade, ich komme schon nicht mehr klar. So. Ich weiß nicht, was machen wir gerade für eine Schwimmart? Ich weiß auch nicht gerade, wir sind gerade richtige Delfine. Oh, oh mein Gott, wir sind jetzt glaube ich hier. Ich komm nicht. Oh, okay. Doch. Kommst du nicht hoch? Doch, ich seh dich. Keine Ahnung, ich bin voll langsam. Also du... Ich seh dich auch. Hier oben, du musst da oben gucken, glaube ich. Alter, du bist ja richtig so eine Meerjungfrau gerade wieder da hoch. Oh. Wie elegant. Okay. 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 Wir sind jetzt hier beim Schwimmbad, glaube ich, angekommen, ne? Ich wünsche, ich könnte jetzt auch schwimmen gehen. Boah, ich würde auch gerne so ins Schwimmbad gehen. Das ist aber eine coole Schule. Also ist halt echt so, ne? Wir mussten früher beim Schwimmunterricht woanders hingehen. Guck mal, jetzt kannst du deine Schwimmtechniken beweisen. Hä? Okay, ich kann doch einfach laufen. Beim Rutsch mach ich mal aus, das ist das Problem. Okay. Oh, ich glaube, wir sind... Oh, jetzt müssen wir in die Toiletten rein, ne? Nee, Mädchen sind abgeschlossen, muss jetzt ins Jungsklo rein. So. Ich möchte nicht... Ich zeig dir jetzt hier mal die Jungsklo-Regeln, ne? Aber... Oh nein! Was sind denn die Jungsklo-Regeln? Wenn du ein... Ein Stehklo siehst, musst du immer eins freilassen zwischendrin. Ja, okay. Ey, verdammt. Du kannst auf dem Waschbecken laufen. Oha, Alter, voll clever. Okay, warte, ich komm. Sehr gut. Warte, aber jetzt weiß ich irgendwie nicht. Nee, danach ist... Oh, doch. Doch, du hast recht. Du musst danach einfach auf die Tür klettern. Hab ich gerade versucht, aber... Ja, probier's nochmal. Auf jeden Fall nicht das Wasser berühren. Ja, das weiß ich. Genau, und jetzt einfach hier... Genau, perfekt. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Woo! Oh nein, wo sind wir jetzt schon wieder jetzt hier? Lass mal rechts, genau. Ich glaube, rechts könnte ein guter Weg sein. Was ist da mit uns gelaufen? Ja, perfekt. Super, Sackgasse. Hast du super ausgewählt. Ey, du hast gesagt, lass mal rechts. Ja, aber du bist schon rechts gegangen. Okay, kann er nach links gehen. Laufen.
Schon gar keine Orientierung mehr. Ja, ich helfe dir. Hier ist auch so eine andere Marinelle oder so hinter uns. Hier rechts, links. Ich sage jetzt diesmal wieder links. Mal gucken. Ich warte hier auf dich. Ja, komm her. Links war richtig. Na gut. Ha. Du hast ein gutes Gespür, mein Freund. Mhm, kannst mal sehen. So, jetzt bin ich schon mal beim nächsten Checkpoint. Oha. Ich glaube, du darfst diese Röhre nicht berühren, ne? Ah, nee, darf man nicht berühren. Ja, und jetzt hier auch nochmal rüber. Oh. Und jetzt der letzte. Oh, hätte ich das jetzt nicht geschafft, ne? Das wäre echt belastend gewesen, ne? Oh, jetzt musst du noch. Du hast ewig müssen, oder? Pass auf. Oh, das war gerade richtig knapp. Um Gottes Willen. Okay, hier müssen wir jetzt an den... Oh, die ist gerade reingefallen. Jetzt müssen wir hier von Rohr zu Rohr springen. Sehr gut. Bloß nicht reinfallen jetzt hier gerade. Die Spannung steigt. Das machst du optimal, muss ich sagen. Jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Was ist denn das für eine krasse Schule, bitte? Ich hab jetzt schon lange nicht mehr in der Schule, oder? Ohne Spaß. Aber sag nicht, wir kommen hier nicht... Oh nein, wir müssen den anderen Weg gehen. Immer wenn ich einen Weg gehen will, ist der Fall. Ist so. Aber das Ding ist, eben war aber links die ganze Zeit richtig. Und jetzt muss man rechts gehen. Kann aber nicht sein. Guck mal. Doch, guck mal. Ich zeig dir, wie ich das meine. Du musst jetzt hier rechts laufen. Dann müssen wir hier rüberspringen. Diese einzelnen Steinteile. Dann kann man... Okay. Genau, dann können wir hier rüber. Nein! Sehr gut, okay. Dann müssen wir jetzt hier noch weitergehen und da vorne müssen wir hochklettern. Siehst du das? Da müssen wir hin. Sehr gut, okay. Dann lassen wir jetzt hier hochklettern. Mal gucken, wo wir rauskommen. Vielleicht sind wir jetzt sogar schon aus der Schule raus. Könnte ja sein. Ja! Wir haben es geschafft, wir sind frei. Juhu. Wir sind aus der Schule entkommen. Juhu! Guck mal, wir können da schaukeln. Guck mal. Oh, wir genießen unsere Freizeit. Oh. Oh, man kann auch runterspringen. Hilfe! Alter, so gut. Ich bin voll schnell. Hey, was machst du denn jetzt gerade? Was machst du da? Ich kann auch abspringen. Ja, voll krass. Das ist gerade fast ein Salto. Ich kann auch schauen. Noch schaukeln. Und du kannst auch rutschen. Geh mal durch die Rutsche durch. Ja, ich meine rutschen. Oh mein Gott, geh mal bitte die Rutsche hoch. Okay, warte. What? Ich weiß nicht, was ich gerade erlebe, aber was? Das ist ganz crazy. Ich bin auch runtergefallen. Wo bin ich? Warte mal, ich bin bei dir. Ja. Bist du? Hallo. Okay, auf jeden Fall echt verrückt. Ey, wir haben es geschafft. Wir sind der Schule entkommen, Maki. Endlich. Hohoho, schaut euch mal bitte schon an, wie viele Klone hier gerade sind, Leute. Und wir werden jetzt heute probieren, ganz, ganz viele Klone für uns erschaffen. Und natürlich auch dann die meisten Klone und unsere Klonarmee gegen die anderen auf jeden Fall gleich zu verwerten, Leute. Deswegen hier kommen schon mal so ein paar Klone jetzt hier ran. Und wir werden dann heute probieren jetzt hier, oh mein Gott, guck dir das mal an. Kann ich hier vielleicht sogar alle einkreisen? Das heißt, hier sind ganz, ganz viele Klone von den anderen. Und ich guck mal, ob ich die jetzt hier gerade einkreisen kann, Freunde. So, jetzt ist mir schön jetzt hier, guck mal, gehen wir außenrum auch noch um die herum. Oh mein Gott, hier sind sogar so Bacon-Klone, Freunde. Guck mal, wie viele Klone wir einfach haben. Okay, jetzt komm schon, jetzt hier einmal schön um den rum. Oh Leute, ich sag's euch, das wird auf jeden Fall heute mega heftig, wie viele Klone wir erschaffen werden. Guck mal, wie viele jetzt auch gerade von den anderen Leuten da sind, ne? So, jetzt hier schön die ganzen Klone ranmachen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir hier alle Klone eingekreist. Und pass auf, jetzt haben wir es ja geschafft. Bedeutet, wir können jetzt hier so ein paar kleine Dinge machen. Wir können zum Beispiel jetzt hier ein paar Sachen einstellen und können zum Beispiel jetzt so machen, dass wir die anderen Klone ausblenden. Oder, Leute, wir können zum Beispiel unsere Klone so bewegen, dass sie uns quasi komplett nachmachen, Leute. Guckt euch das mal an. Ey, und oh, und ey, und oh. Leute, wie das aussieht, Leute. Diese Klone machen uns einfach komplett nach. Oder die können auch zum Beispiel... Oh, sind ja gerade sogar welche verschwunden. Wir haben sogar schon welche ausgelöscht gerade. Oder wir können auch zum Beispiel jetzt hier so im Umlauf, Leute, ein paar Klone in Umlauf bringen. Das heißt, ich guck mal, jetzt hier laufen gerade einfach alle unsere ganzen Klone herum. Leute, das ist ja gerade mega verrückt. Guckt euch das mal an, wie die ganzen Klone rumlaufen und so. Aber ich würde mal sagen, ich würde mal ganz kurz jetzt hier meine ganzen Klone am besten mal löschen. Zack, okay. Alle Klone sind jetzt hier von mir gelöscht worden. Und wir können jetzt natürlich auch so machen, dass wir unsere Größe ändern, Freunde. Bedeutet, wir können jetzt hier zum Beispiel unsere Größe zum Beispiel jetzt hier einmal so vergrößern oder kleiner machen, Leute. Deswegen, ich würde mal sagen, ich mache mal ganz kurz ein bisschen größer. Okay, pass auf, so. Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen größer als die anderen. Und jetzt werden natürlich auch automatisch meine Klone größer, wenn ich jetzt natürlich jetzt hier so meinen Klonen setze. Das heißt, ich will jetzt mal ganz kurz probieren, so eine kleine Klonleiter zu erschaffen. Oder, warte mal, ich kann jetzt hier erstmal die ganze Zeit
Oh mein Gott, Leute, wir können jetzt hier... Was? Wie groß ist die denn, bitteschön, Freunde? Oh mein Gott, warte mal, können wir sogar hier auf diese kleinen... Warte mal, kann ich hier sogar... Leute, guck mal, ey! Was? Die ist mega groß, Leute. Die macht hier gerade die größten Klone der Welt hin. Das kann ich doch nicht auf mich sitzen lassen, Leute. Ey, guck mal, der verfolgt mich jetzt hier die ganze Zeit. Der haut nicht ab. Okay, ich würde mal sagen, ich mache es mir jetzt auch ganz kurz jetzt ganz groß. Das heißt, hier mache ich mich jetzt mal ganz, ganz... Oh mein Gott. Ganz, ganz... Oh mein Gott. Leute, was? Wir sind so groß, ey, wir sind größer, geht's gerade gar nicht mehr, ne? Und jetzt können wir probieren, jetzt hier die ganzen Klone hinzusetzen. Wow, was, wir fliegen so hier ein bisschen nach oben, Freunde. Guck mal hier, wir haben jetzt die Klone. Yo, was, wir können sogar auf unseren Klonen stehen. Und dann sieht das Ganze einfach so aus. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier nach unten. Und ich will mal kurz gucken, ob ich das jetzt irgendwie so machen kann. Ich kann nicht auch irgendwie Schuss machen, Leute. Das heißt, hier können die jetzt anscheinend auch irgendwie alle loslaufen. Eben zum Magneten oder sowas, ne? Oder Anruf, dass sie alle herkommen. Guck mal, so kommen jetzt alle meine ganzen Klone her. Auch die kleinen. Aber, Freunde, das ist mir gerade echt ein bisschen zu heftig. Das heißt, ich lösche mal ganz kurz jetzt hier die Klone. Und wir können sogar anscheinend noch so Blöcke bauen, Freunde. Bedeutet, wir können auch irgendwie jetzt so machen. Ich mache mich nochmal ganz kurz ein bisschen kleiner. Wir können jetzt irgendwie auch anfangen, so Blöcke zu bauen. Ich weiß auch noch nicht, wie das gehen soll. Ich stecke das Ganze jetzt mal eben ab jetzt hier. Und zwar können wir jetzt hier, glaube ich, bei Blei oder über irgendwelchen anderen Dingern. Oder wir haben auch so Radierer. Guck mal, wir können einfach von den anderen Leuten die Klone radieren, glaube ich. Habe ich das gerade gemacht, Leute? Habe ich das gerade von irgendwem... Nee, ich glaube, ich habe es gerade nicht gemacht. Okay. Aber das Ding ist, pass auf, ich kann jetzt hier nämlich... Oh, warte mal. Was sind das da, Leute? Guck mal, wir haben jetzt hier irgendwie so einen kleinen Parcours oder so. Aber guck mal, wir können jetzt hier zum Beispiel unser Outfit und sowas auch ändern. Das hier, werde ich mal ganz kurz jetzt hier so einen lustigen Klonen machen. Haha, der ist sogar echt lustig jetzt hier gerade am Start. Das heißt, hier schon mal ein bisschen kleiner werden. So. Und dann, guck mal, warum bleiben die jetzt hier gerade auf der Stelle stehen? So, dann werde ich mal ganz kurz hier einen Klonen machen. So, einen lustigen Klon. Und dann machen wir jetzt hier mal ganz kurz einen gelangweilten, einen ganz müden Klon, Leute. So, dann machen wir nochmal ein paar weitere Klonen hier. Und zum Beispiel jetzt hier den Zahnspangen-Klon. So, Leute, pass auf. Der hat eine Zahnspange. Und dann haben wir noch den weiteren, und zwar den geekelten. Den geekelten Klon. So, jetzt haben wir hier nochmal ganz kurz ein paar weitere Sachen, wie zum Beispiel den komplett süßen Klon, Leute. Wie den jetzt hier. Oh, der süße Klon. Und dann haben wir eine richtige Klonarmee jetzt hier gleich am Start, Leute. Und jetzt, also jetzt probiere ich mal jetzt hier, nämlich noch einmal den traurigen, Leute. Den traurigen Klon. Okay, jetzt habe ich hier ganz, ganz viele Klone. Und ich kann es jetzt so machen, dass die mich ja halt natürlich jetzt hier anscheinend verfolgen. Oder genau, oder nee, die machen jetzt genau dasselbe, wie ich jetzt gerade mache. Okay, das heißt, ich kann es sogar so machen, dass die jetzt hier quasi, ich glaube, mir folgen oder sowas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, so werden die jetzt... Oha! Okay, stopp. Chillt mal. So, pass auf, ich jetzt mit der ganzen Zeit nämlich so machen. Ich guck mal. Die können auch zum Beispiel... Warte mal, können die jetzt auch sprinten? Ne, ich kann sprinten. Ah, okay. Das Ding ist, ich will jetzt mal ganz kurz so probieren, dass ich jetzt natürlich jetzt hier... Warte mal, ich kann ja auch bei dir sitzen. Oha! Leute, kann ich so... Wow! Ich habe mich gerade einfach in einen anderen Klon verwandelt, Leute. Was? Okay, kann ich jetzt wieder so machen, dass ich jetzt hier wieder... Warte, jetzt muss ich mich, glaube ich... Zack. Ja, jetzt bin ich wieder der. Lol, das heißt, wir können auch probieren, andere Leute zu werden. Warte mal, ich werde jetzt mal ganz kurz hier, pass auf, ich mache jetzt mal so, dass die mich jetzt hier mal nachahmen, Freunde. So, jetzt habe ich hier ganz... Oh mein Gott, das ist jetzt mein Klon. Jetzt habe ich gerade einfach so einen eigenen Klon geklaut. Und wir werden jetzt hier langlaufen und dann... Oh, was? Meine ganzen Klone sind runtergefallen. Aber warte, ich kann mit der wahrscheinlich jetzt hier probieren, den Parcours zu schaffen. Und ich glaube, es sollte eigentlich auch klar gehen. Das heißt, hier, guck mal... Wenn wir jetzt hier einmal lang springen. Oh, und oh mein Gott, das sind so viele Blöcke, die wir hin lang gehen müssen, Freunde. Ich weiß zwar nicht, ob wir es schaffen können, aber ich würde mal sagen, oh Gott, ich werde jetzt mal hier vielleicht so das eine oder andere jetzt hier nehmen. So Blei können wir jetzt hier zum Beispiel nehmen. Kann ich jetzt vielleicht fliegen? Nein! Oh Gott, okay, Freunde. Das heißt, wir müssen probieren, unsere Klone ein bisschen besser zu machen. Wir brauchen jetzt hier die beste Klonarmee. Das bedeutet, ich mache jetzt hier einmal ganz kurz hier schön, Freunde. Und zwar hier wieder als einen besitzen. Und das ist jetzt hier mein Klon. Oh mein Gott. Leute, ich habe gerade einfach so einen Klon geklaut. Ha! Und warte mal. Stimmt. Wir könnten eigentlich unseren Namen schreiben, ne? Leute, das ist voll die gute Idee. Jetzt habe ich gerade auf so eine Idee gewartet. Ich werde jetzt mal ganz kurz jetzt hier wieder... Wo ist denn mein Klon hin? Mein Klon ist ganz... warte mal, ich muss jetzt hier wieder... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht, Leute? Okay, ich muss jetzt ganz kurz der hier werden. So, okay, ich bin jetzt wieder ich. So, jetzt werde ich mal ganz kurz probieren. Und zwar werde ich das so machen. Ich werde jetzt mal ein paar Klone hinsetzen, Leute. Und dann meinen Namen schreiben. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal das B. So. Dann kommt hier nochmal ganz kurz... Zack, 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 zack. Und dann... Zack, 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 zack. Okay, das ist schon mal das B, Freunde. Okay, sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Dann haben wir nochmal ganz kurz jetzt hier das R.
So, das R wird hingemacht und zack, okay. BR, dann haben wir nochmal hier einmal das O, so, okay. Und das O ist am Start. Okay, jetzt haben wir sogar schon Bro. Wieso das X, Leute? Das heißt hier, wenn ich nochmal schön das X machen, das heißt hier ist schön so, okay. Und dann noch einmal von hier außen, so. Oh, oh, und zack. Okay, haben wir einfach den Namen jetzt hingeschrieben, Leute. Lol, ist das einfach unser eigener Name. Wie cool ist das denn? Aber das Ding ist, ich habe noch mehr auf petto. Das bedeutet, wir können jetzt hier einmal ganz kurz in die Einstellung gehen und können jetzt hier zum Beispiel so Blöcke speichern oder laden. Ich würde mal sagen, wir können zum Beispiel jetzt hier einmal, und zwar hier den Benutzer definierten, oder warte mal, auf Klon ist klicken. Ich will jetzt hier nämlich mal ganz kurz probieren, jetzt hier die komplette Erde voll zu machen, Leute, mit Klonen von mir. Und da muss ich mich natürlich erstmal wieder ein bisschen größer machen. Ich kann das zum Beispiel auch schrumpfen oder ich kann mich auch vergrößern. Also das Ding ist, ich würde mal sagen, ich mache mich jetzt mal ein bisschen größer und ich werde das mal probieren. Ich mache mich hier noch größer, noch größer, noch größer. Oh mein Gott, ich bin gerade so groß, Freunde. Und jetzt werde ich probieren, komplett die ganze Map voll zu machen mit meinen Klonen. Das heißt erstmal jetzt hier, guck mal, wir gehen jetzt hier schön weiter. Oh mein Gott, nein. Wir dürfen auf jeden Fall nicht. Pass auf, ich muss jetzt so probieren, dass die jetzt alle hier unten stehen. Dass wir die komplette... Ah, jetzt habe ich hier fest... Wow, wie hoch fliege ich gerade? Dass ich jetzt hier die komplette Map voll habe mit meinen eigenen Klonen. Bedeutet, ich werde jetzt hier kurz zack, zack, zack hier ein paar Klone hinsetzen. Und dann, Leute... Oh nein! Was? Oh Gott, ich bin jetzt hier gerade zum anderen Klon geworden, aber der hängt jetzt hier leider irgendwie im Boden oder sowas fest, Leute. Hilfe! Hilfe! Okay, warte mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz jetzt hier die Klonen von den anderen ausblenden und dann auf jeden Fall einmal ganz kurz hier... So. Wieder mein eigener Klon werden. Und jetzt, Leute, kann ich mich jetzt ganz wieder klonen. Bedeutet hier schön, mich hinsetzen, Freunde, so. Und jetzt ganz viele, oh mein Gott, kann ich die sogar, nein, die schweben dann sogar in der Luft. Was? Das heißt, ich kann die nicht mehr in der Luft setzen. Okay, pass auf, das heißt, ich werde jetzt hier mal ganz kurz ein paar hinsetzen. So, zack, ein Klon, noch ein Klon, noch ein paar andere Klone. Jetzt hänge ich hier komplett fest. So, pass auf, ich habe jetzt gleich fast die ganze Map voll mit meinen eigenen Klonen, Freunde. Und ich glaube, da wir auch gerade so groß sind, können wir, glaube ich, sogar auch gleich da vorne zu dem geheimen, zur geheimen Obby. Jetzt habe ich sogar schon fast die Hälfte jetzt hier voll, Leute. Okay, ich brauche noch ein paar weitere Klone. So, jetzt hier zack, zack, zack. Oh Gott. Leute, ich sag's euch, das wird hier sehr, sehr schwierig. So, jetzt muss ich nur probieren, ein paar weiteren zu setzen. Auch in der Luft, ne? Jetzt haben wir gleich alle, oh Leute, jetzt haben wir gleich alle Klone hier voll. So, zack, zack, zack. Okay, hier auch wieder ein paar Klonen setzen. Ey, jetzt fliege ich, warum fliege ich immer so hoch, Leute? Ich fliege halt gerade immer mega hoch, ne? So, pass auf, jetzt werde ich nochmal auf den Boden gehen. So, und jetzt hier ein Klon, da ein Klon, da, da und... Pass auf, noch ein paar mehr. So, okay, jetzt haben wir alles voll gemacht mit den Klonen. Also jetzt ist die komplette Map voll mit Klonen. Jetzt werden wir hier ganz schnell weglaufen, Freunde. Das heißt, hier muss ich jetzt mal probieren, auf den einen Weg da zu gehen. Genau, jetzt gehen wir hier auf den Weg, Leute. So. Ey, ich bin, glaube ich, draufgegangen gerade oder so, ne? Oder wo bin ich hin, Leute? Ich bin gerade unsichtbar, glaube ich. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, Leute, ich bin einfach unsichtbar gerade geworden. Warte mal, ich werde das mal ganz auf mich zurücksetzen. Und dann werde ich mal probieren, ob ich dann... Ja, okay, jetzt bin ich zwar... Oh Gott, guck mal, wie groß die Klone sind. Weil jetzt haben wir diesen Sprintknopf. Und mit diesem Sprintknopf und unserer neuen Größe, die wir halt werden können, muss ich... Ah, nein! Wo bin ich denn jetzt, Freunde? Hä? Okay, das war gerade nicht so geplant, dass ich jetzt hier runterfalle. Ich wollte eigentlich gerade da hinten hinlaufen. Aber wo sind wir denn jetzt gerade, Leute? Guck mal, hier ist irgend so ein Glibber. Okay, warte mal, ich gehe mal ganz kurz zu dem Glibber und guck mal, was dieses Glibber hier machen kann. Oh, wir können zwar auf dem Glibber drauf fahren, aber viel kann dieses Glibber, glaube ich, gerade nicht machen, Leute. Ey, das ist ja voll verrückt, ne? Okay, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier nach oben gehen, Leute, weil ich will unbedingt jetzt hier diesen einen Parcours schaffen. Ich muss dafür halt nur erstmal wieder meinen Sprint aktivieren. So, das heißt, hier müssen wir hingehen und dann muss ich mal kurz gucken, dass ich vielleicht den einen oder anderen... Ja, okay, ich bin oben drauf, Leute. Das haben wir schon mal gut hinbekommen. Hier können wir anscheinend aber gerade leider nicht sprinten. Das ist aber halt... Oh, ich kann auch meine Größe hier nicht ändern, ne? Das heißt, wenn man hier oben drauf ist, kann man nur diese Größe sein. Und ich wollte probieren, das Ganze gerade zu schaffen. Aber jetzt schaffen wir es nicht, weil ich ja nicht diese Größe bin, Freunde. Ah, ja, ja, na gut, okay. Dann sollte das auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.